Guten Abend, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen hier an diesem 8. Mai im Museum Berlin-Karlshorst am Ort, wo vor 79 Jahren der Zweite Weltkrieg in Europa zu Ende gegangen ist. Das ist natürlich Thema an dem heutigen Tag. Das ist auch Thema oder Mitthema des heutigen Abendvortrages. Erfahrungen aus Kriegsenden der Vergangenheit, ziemlich aktuell bezogen auf einen gegenwärtigen Krieg, kein Ende des Ukraine-Krieges als Frage. Ich freue mich sehr, Sie hier begrüßen zu können. Ich freue mich sehr, Herrn Professor Heinemann Grüder, unseren Referenten, hier begrüßen zu können. Möchte ganz kurz einleitend schon noch mal klarstellen, dass dieser Tag für uns als Museum eine große Bedeutung hat. Und gleichzeitig, ich sehe hier viele bekannte Gesichter im Saal, wissen Sie auch, dass wir diesen Tag seit ein paar Jahren, vor allen Dingen seit dem Jahr 2022, ganz anders begehen, als das in der Vergangenheit mal war. In der Vergangenheit haben wir hier ein Museumsfest gefeiert, was auch abschloss mit einem Toast auf den Frieden hier in diesem Saal. Das wird es heute nicht geben. Also das auch gleich zum Ablauf. Wenn wir hier den Vortrag gehört haben werden, ihn diskutiert haben werden, werden wir die Veranstaltung beenden und auch nicht, wie das sonst bei unseren Abendvorträgen der Fall ist, Sie noch auf ein Getränk einladen, sondern Sie dann bitten, nach Hause zu gehen. Hier ist dann für diesen Tag heute an dieser Stelle Schluss. Das ist schon auch traurig, weil wir gerne mit unserem Publikum diesen 8. Mai hier immer und immer wieder begangen haben. Wir haben uns nach dem vollumfänglichen Angriff Russlands auf die Ukraine entschieden, dieses als Fest abzusagen. Es gab 2022 nochmal eine Mahnung, aber dieses Format ist nicht weiter durchzuhalten, ist auch deswegen nicht weiter durchzuhalten, weil das, was hier vor 30 Jahren als deutsch-russisches Museum an den Start gebracht worden ist, dass man sich in gegenseitiger Abstimmung, in gegenseitigen unterschiedlichen Erinnerungskulturen austauscht, vielleicht sogar auch ein bisschen angleicht, aber zumindest eine Basis hat, wo man also gemeinsam etwas machen kann. Diese Basis gibt es nicht mehr. Die russische Seite instrumentalisiert Geschichte für ihre politischen, aktuellen politischen Zwecke. Das ist vor allen Dingen der Angriffskrieg gegen die Ukraine. Es ist auch leider in der geschichtswissenschaftlichen Diskussion nicht mehr die Ebene da, wo wir uns unter Historiker, Historikerinnen verständigen können, wo wir uns als Museen, wir haben lange mit russischen, auch belarussischen und ukrainischen Museen zusammengearbeitet, aber die Möglichkeit, sich jetzt mit russischen Museumskollegen und Kolleginnen auszutauschen, die gibt es so leider nicht mehr. Wir hoffen sehr, dass das eines Tages wieder anders ist. Im Augenblick ist es nicht so. Und deswegen gestalten wir auch diesen Tag so, wie wir das heute tun. Wir haben uns bemüht, das stark auf das historische Ereignis der Kapitulation am 8. Mai 1945, die, wie gesagt, hier in diesem Saal stattfand, zu konzentrieren. Viele von Ihnen sind mit Führung auch durch die Dauerausstellung geführt worden. Und wie gesagt, ich sagte es ja schon, viele bekannte Gesichter, Sie wissen, dass wir in der Reihe Geschichte im Konflikt dabei sind, die unterschiedlichen Perspektiven mit denjenigen, mit denen wir das noch diskutieren können, auszuloten im Blick auf den Zweiten Weltkrieg. Und deswegen freue ich mich sehr, Herrn Heinemann Grüder hier zu begrüßen zu dürfen. Er ist Professor, also er kommt aus der Konfliktforschung, das sagt eigentlich schon eigentlich alles. Er ist aber aktuell Professor an der Universität Bonn, also das seit 2015, der aber noch sehr viel länger als Dozent und Wissenschaftler verbunden ist. Sein Forschungsfeld ist eben Politik und Konflikte im postsowjetischen Raum, vergleichender Föderalismus, Autoritismus und gewaltsame politische Krisen mit irregulären bewaffneten Gruppen. Seine Forscherkarriere hat ihn an zahlreiche Universitäten geführt, aber seine Heimat sind die Berliner Universitäten, einmal die Freie Universität und die Humboldt-Universität. Und wie ich auch jetzt im Vorgespräch erfahren habe, hat er maßgeblich hier an der
Arbeit, Aufbauarbeit des Vereins Kontakte, Kontakte e.V. mitgewirkt, ein Verein, mit dem wir als Museum auch viel zu tun haben, der sich stark um, hat viel mit Tschernobyl und kranken Kindern zu tun, dann aber dem Thema der verbrannten Dörfer, also das Niederbrennen von sowjetischen Dörfern während der deutschen Besatzungszeit. Und ganz aktuell ist dieser Verein auch tätig in der Ukraine-Hilfe. Da gibt es ein Netzwerk, was über Kontakte, Kontakte e.V. betrieben wird. Also von daher, Heinemann Brüder, es ist wunderbar, dass sich der Kreis dann auch auf diese Art und Weise schließt. Und tatsächlich ganz aktuell habe ich jetzt dann heute noch mal aus dem Internet gefischt, dass Sie seit April, also im Grunde seit gestern, ein Forschungsprojekt haben, den Krieg vom Ende her denken. Einsichten für den Ukraine-Krieg, ein Stipendium oder eine Förderung von der Deutschen Stiftung für Friedensforschung. So sei es, Herr Heinemann Brüder, Sie haben das Podium. Guten Abend, ich freue mich außerordentlich auf die Einladung und auf Ihr Interesse. Und an diesem Tag über Kriegsende zu sprechen, ist nicht einfach, weil man dachte, der 8. Mai würde das Ende einer Ära bedeuten und die Vorstellung, dass zwei Länder, die zu der Siegermacht Sowjetunion gehörten, gegeneinander Krieg führen, der Schrecken, den man am 8. Mai meint, hinter sich gelassen zu haben, dass der nicht ausreichte, das ist mehr als betrüblich. Das kann einem emotional auch nicht gleichgültig sein. Ich denke, alle, die hier in diesem Raum am 8. Mai 1945 saßen, konnten sich auch nicht vorstellen, dass seit zwei Jahren ein Krieg zwischen der Ukraine und Russland stattfindet. Ich habe diesen Verein Kontakte in der Tat mit begründet und wir haben uns sehr in den 90er Jahren oder seit Anfang der 90er Jahre eingesetzt für die vergessenen Opfer des Zweiten Weltkrieges. Dazu gehörten Menschen, die als Zwangsarbeiter in Deutschland verpflichtet worden waren, dann in die Sowjetunion zurückgekehrt waren, aber auch Kriegsgefangene, die in Konzentrationslagern gewesen waren und wir haben denen, soweit sie noch am Leben waren, oder ihren Angehörigen finanzielle Unterstützung geleistet, aber wir haben auch deren Geschichten mit Briefen, die sie dann geschrieben haben, dokumentiert und das ist hier auch in diesem Museum mittlerweile sozusagen archiviert, was da an Kommunikation zwischen diesem Verein Kontakte und den Opfern des Nazi-Regimes hier in Deutschland stattgefunden hat. Ich würde auch noch sagen, wir haben 1998, glaube ich, schon auch als Verein eine Rolle gespielt dabei, dass die rot-grüne Koalition sich damals dann eingesetzt hat dafür, dass da auch noch Zahlungen geleistet werden an diese Opfer und dass nicht nur Wiedergutmachungszahlungen gegenüber Israel gab. Und da haben wir im Vorfeld durchaus ein bisschen auf die Roten und die Grünen damals als Einflussagenten Einfluss zu nehmen versucht. Mein Vortrag behandelt die Frage, was Kriegsende, was es für Typen gibt, was das beeinflusst. Natürlich immer mit dem Blick darauf, was kann der Blick auf die Vergangenheit uns darüber lehren für die mögliche Beendigung des Krieges zwischen Russland und der Ukraine. Das hat zum Teil auch mal so theoretische Aspekte, das hilft aber manchmal auch eine Distanz zu gewinnen und sagen wir eine analytische Perspektive zu entwickeln, weil je affektbeladener wir auf diesen Krieg gucken, je emotionaler wir darauf gucken, umso mehr, weniger verstehen wir eigentlich vielleicht, welche Faktoren im Hintergrund darauf einwirken. Ja, mein Vortrag hat eigentlich vier Punkte, nämlich Theorien und ihre mögliche Anwendung.
Dann die Frage, welche Maximalziele und welche Minimalziele verfolgen die Kriegsparteien? Und auch die Frage, gibt es Gründe anzunehmen, dass die Parteien, die Gegner, ihre Kriegsziele minimieren? Oder werden sie eigentlich an den maximalen Kriegszielen festhalten? Dann geht es darum, wie kommen eigentlich Waffenstillstände und Friedensabkommen zustande? Was ist so der Gegenstand davon? Was muss geregelt werden? Und zum Schluss wage ich mich ein wenig aus dem geschützten Raum und formuliere ein paar Vorstellungen darüber, wie es weitergehen könnte. Das sind Gedanken, das ist kein politisches Programm, aber es sind Gedanken, wo ich denke, sie sind wert, auch in der öffentlichen und in der politischen Diskussion weiter verfolgt zu werden. Was beeinflusst ein Kriegsende? Erstens die Natur eines Konfliktes, und wir sind uns schon darüber unsicher, was ist die Natur dieses Konfliktes. Die einen sagen, es ist ein Konflikt zwischen den USA und Russland und die Ukraine ist eigentlich nur ein Satellitenmarionette von den USA. Die anderen sagen, es ist der Konflikt zwischen NATO und Russland, also zwischen Militärbündnis und der Ausdehnung und Russland. Die anderen sagen, es ist der Konflikt auch zwischen der EU und Russland, also nicht nur NATO, sondern die Frage, wie dehnt sich die EU auch im postsowjetischen Raum aus, also sag mal, Integrationskonkurrenz zwischen der Eurasischen Union, die Russland dominiert, und der EU. Ist es ein Konflikt eigentlich nur zwischen Russland und der Ukraine? Worum geht es in dem Konflikt dann eigentlich? Geht es um Faschismus, Entnazifizierung, geht es um Entrussifizierung, geht es um Nationsbildung, geht es darum, Doppelsprachigkeit in der Ukraine, ist es ein Identitätskonflikt, ist es letztlich vielleicht sogar ein Konflikt um Religionsdominanz, also was sind so die verschiedenen Dimensionen? Es gibt einen großen Streit darüber, was ist eigentlich die dominante Dimension in diesem Konflikt. Die Natur des Konfliktes ist außerordentlich strittig. Auch in der Politik. Einige sagen, naja, wir müssen dann nur realistisch drauf gucken, also so wie die Theorien der internationalen Beziehungen sagen, das ist Realismus, also weg von dem Regimetypus, weg von Identitätsfragen, das ist eigentlich ein Konflikt um Macht, um Status, um Sicherheit, also um letztlich durchaus teilbare Güter. Ja, also wir müssen das auch nicht zu einem Kulturkampf, zu einem Fundamentalkonflikt, zu einem Identitätskonflikt aufwerten, sondern wir müssen gucken, gibt es da irgendwelche Güter, die strittig sind, aber die letztlich teilbar sind. Also wir haben aber hier in dem Konflikt immer mehr eine identitäre Dimension. Wir haben also immer mehr die Aufladung des Konfliktes zu einem Fundamentalkonflikt. Also von, sag mal, möglicherweise teilbaren Gütern zu nicht mehr teilbaren Gütern. Die Parteien verfolgen absolute Ziele, das heißt auch Ziele, die nicht mehr verhandelbar sind. Wir sehen also, der Krieg selber hat auch seine eigenen Begründungen, seine eigenen Rechtfertigungen, seine eigenen Gründe geschaffen. Das ist häufig bei Kriegen oder Gewaltauseinandersetzungen so, dass wir am Anfang, sag mal, Propagandisten, Publizisten, Priester haben, die alle sagen, was die Gründe sind. Die Gründe sind aber eigentlich noch nicht virulent. Und der Krieg macht diese Gründe erst virulent. Der Krieg schafft seine eigenen Begründungen. Es ist nicht so, dass die Gründe am Anfang da sind und dann der Krieg, sondern der Krieg macht aus den vielleicht latenten Gründen einen manifesten Grund. Zweiter Aspekt, der Kriegsende beeinflusst, ist die Zahl und die Stabilität der Gegner. Wer beeinflusst das eigentlich? Sind das nur zwei Parteien? Sind das im Falle jetzt Ukraine, die EU, die NATO, die USA, die anderen Unterstützer? Sind die eigentlich die Vetomächte? Das heißt, wie viele Parteien müssen hier eigentlich zusammenkommen und eine Übereinkunft finden, und wer hat eine Veto-Position darüber, dass man zu einer Übereinkunft kommt oder nicht? Das heißt, je mehr Parteien sich einigen müssen, umso schwieriger wird es. Ja? Und sind die Parteien eigentlich auch innerlich homogen und kohärent? Das heißt, kann eine Partei auch sagen, Gegner, ich habe meine Seite vollkommen unter Kontrolle? Oder gibt es da auch intern sozusagen Spaltungen, die man berücksichtigen muss, weil ich kann diesen Kompromiss nicht verkaufen oder ich bin darin nicht autorisiert dafür, diese oder jene Entscheidung zu treffen? Das heißt, also die innere Kohärenz, die innere Geschlossenheit der Parteien beeinflusst erheblich, ob es zu einem Kriegskonflikt kommt. Dritte, vollkommen klar, externe Unterstützung.
Also die Ukraine hängt natürlich stark von den westlichen Unterstützern, entscheidend von den USA ab. Russland hängt mittlerweile von der Unterstützung von China, Nordkorea und Iran, zumindest bei der Waffenlieferung oder auch bei der Umgehung der Sanktionen ab. Also Russland ist auch in seiner Widerstandsfähigkeit in diesem Krieg abhängig von der Unterstützung durch externe Parteien. Das steht nicht allein da. Vierter, jeder, der den Krieg beendet, möchte, dass es Sicherheitsgarantien gibt, dass der Waffenstillstand nicht gebrochen wird, dass der Frieden nicht gebrochen wird, dass er hält, dass das Ende des Krieges nicht wieder der Vorkrieg ist. Das heißt, glauben diejenigen, die einen Vertrag unterschreiben, daran, dass er Bestand hat? Gibt es irgendwelche Zusicherungen darüber oder ist es ein leeres Blatt Papier? Wenn wir an UN-vermittelte Friedensschlüsse gucken, in den letzten 3 Jahrzehnten ist die Hälfte von denen zusammengebrochen. Das heißt also, die Haltbarkeit von UN-vermittelten Friedensschlüssen ist gering. Bei Waffenstillständen ist sie noch geringer. Das heißt, auch da großes Problem, es gibt keine robuste Gewährleistung dessen, dass es auch eingehalten wird. Oder es gibt keine Strafen dafür, dass man es missachtet. Das war zum Beispiel bei Minsk I und Minsk II, den Abkommen 2014-15 so. Alles schön und gut, aber die OSZE sollte das beobachten und die hat täglich berichtet, wie häufig der Waffenstillstand gebrochen wurde und es war ohne jede Konsequenz. Es ist einfach nur fürs Archiv produziert worden. Das heißt, es gab gar keine Garantien, dass irgendwas davon, was man beide Seiten ursprünglich verabredet hatten, dass das eingehalten wird. Ressourcen, große Rolle, ist im Moment in Medien zentral. Wer hat mehr Ressourcen? Russland hat mehr sozusagen an Menschen, die sie mobilisieren können für den Krieg. Sie haben vielleicht auch eine größere Industrie, sie können mehr Waffen produzieren und so weiter. Sie sind also weitaus widerstandsfähiger, als am Anfang infolge der Sanktionen angenommen wurde. Also die Frage, wer hat mehr Ressourcen, beeinflusst natürlich auf die Dauer sehr, ob man sich auf einen Kompromiss einlässt oder nicht. Dann auch die Perspektiven für Kämpfer und Politiker. Das heißt, bei den Politikern ist die entscheidende Frage, überlebe ich den Friedensschluss oder werde ich als Verräter gebrandmarkt? Das heißt, jetzt sind so viele gestorben, jetzt sind wir so weit gegangen, jetzt haben wir so viel erklärt darüber, was unsere Kriegsziele sind. Wenn wir die nicht erreichen, dann bin ich ein Verlierer. Das heißt, der Frieden kann für meinen eigenen Macht als Politiker extrem gefährlich werden. So. Was passiert mit den Kämpfern, die ja auch Perspektiven für die Zeit danach benötigen? Das spielt gerade in inneren oder Bürgerkriegen eine große Rolle. Da wird der Krieg zu einer Form von Leben. Ja, das wird eine Form von, sagen wir mal, Lebensweise. Darüber ernährt man seine Familien, darüber macht man Profite und so weiter. Und was bietet eigentlich der Frieden im Verhältnis zu denjenigen, die von dem Krieg gut leben? Ja? Also ist mit eine Frage, die da ist. Dann das Peacekeeping. Wer kann eigentlich von außen oder ist willig und fähig, von außen den Frieden zu erhalten? Und dann sind sich die externen Großmächte eigentlich einig? Häufig waren sie sich nicht einig. Bei Afghanistan waren sich zum Beispiel auch die nicht einig. Also die Amerikaner wollten was und dann sind aus der Koalition immer mehr ausgestiegen. Irak waren am Anfang 45 beteiligt, aber immer mehr sind ausgestiegen, weil die Interessen dann auch unterschiedlich waren. Man war sich nicht mehr einig. Das heißt also, ob die Großmächte da sich im UN-Sicherheitsrat einig sind, spielt eine Rolle dafür, ob es zu einem Kriegsende kommt oder nicht. Und es sieht im Moment nicht so aus, als ob die sich einigen könnten, zumal eben Russland auch eine Kriegspartei ist. Jetzt will ich ein bisschen Theorie, aber nicht zu tief. Also ich habe hier 2 Autoren herausgegriffen, den einen Dan Reiter, den anderen Hein Gömanns. Der Reiter hat gesagt, der Krieg kommt zu Ende, wenn man weiß, was so die angenehmen Kosten eines langen Krieges sind. Also kann ich mir den langen Krieg eigentlich leisten? Das Zweite ist die Einschätzung der militärischen Lage so eindeutig, dass keiner mehr offensivfähig ist. Das heißt also, es gibt eine Art von Stillstand oder sie ist so eindeutig, dass eine Seite gesiegt hat. Das heißt, ich will zwar nicht verlieren, aber ich muss den Sieg anerkennen. 8. Mai 45, das war eine eindeutige militärische Situation, die hier eigentlich nur noch besiegelt worden ist in diesem Raum, aber die Einschätzung war eindeutig, da gab es keinen Zweifel mehr daran.
Dann die selbstbewusste Partei fordert mehr. Das heißt, wer sich auf dem Schlachtfeld in einer Phase als eher bevorteilt ansieht, stärker ansieht, der wird keine Kompromisse machen. Das heißt also, wer sich auf der Siegerstraße fühlt, der denkt, ich kann auch noch ein bisschen weitergehen mit den Forderungen. Das sind die drei Argumente von Reiter. Göhmans sagt, gibt es Informationen darüber, wie der Krieg enden könnte? Wichtig, also haben wir eine Vorstellung, wie könnte der Frieden aussehen? Ja, darüber haben die Siegermächte sich auch Gedanken gemacht, Casablanca, Jalta und so weiter. Und Potsdam war dann schon eine Besiegelung dessen, wie sie Nachkriegsdeutschland kontrollieren, gestalten wollen, Entmilitarisierung und so weiter. Das heißt, der Krieg kam auch zu Ende, weil die Parteien eine Vorstellung davon hatten, die Siegermächte, wie soll das nach dem 8. Mai 1945, das wusste man zudem, aber wie soll es aussehen? Das wissen wir bis heute auch noch nicht. Das heißt, es gibt keine politisch klare Vorstellung davon, wie könnte denn das Kriegsende eigentlich aussehen. Die Informationen sind außerordentlich beschränkt. Göhmans sagt zweite, Toleranz für Kompromisse. Wer kann Kompromisse tolerieren? Ja, ich habe kurz vorher schon gesagt, wird jemand, der Kompromisse macht, als Verräter angesehen oder nicht? Das heißt, wie viel Toleranz habe ich in meinem eigenen System für und bei der eigenen Bevölkerung für mögliche Kompromisse? Oder werden die sagen, also wenn du das machst, wir können auch sagen, hier Konflikt Israel, Palästinenser, Oslo-Prozess 90er Jahre. Arafat war eigentlich bereit, einen Kompromiss zu machen, aber zum Schluss wusste er, wenn ich den Kompromiss mache, werde ich als Chef der Al-Fatah und der PLO abgesetzt. Zu Deutsch, er wusste, ich will den Kompromiss eigentlich machen, aber die Toleranz für den Kompromiss, den ich machen will, die gibt's eigentlich nicht. Gehört mit zur Vorgeschichte der Hamas. Ich will es bloß erwähnen, wie viel Toleranz für Kompromisse man hat, beeinflusst die Kriegsbeendigung. Und dann vertrauen die Parteien in die Zusagen des Gegners. Oder geht man davon aus, ich kann dem Gegner so und so nicht mehr trauen, weil der hat sich schon immer als terroristisch, faschistisch oder wie auch immer benommen. Insofern jedes Vertrauen in den Gegner und alle Sachen, die er sagt, ist unbegründet. Letztlich, ich kann ihm gar nicht trauen, sondern das Einzige, worauf ich trauen kann, ist der militärische Sieg. Meine Thesen. Und wenn Sie sagen, okay, jetzt hat er die Thesen schon zum Ausdruck gebracht, reicht mir, können Sie jetzt auch losgehen. Das ist sozusagen das Takeaway, was ich ein bisschen vorgezogen habe. Ich glaube, Friedensabkommen resultieren daraus, was die erwarteten Kosten von einem langen oder kurzen Krieg sind. Ich führe das später nochmal aus. Hängt davon zweitens ab, ob Politiker denken, sie werden an der Macht bleiben. Drittens, von der Klarheit und Anerkennung der militärischen Kräfteverhältnisse und den erwarteten künftigen Verletzungen von Abkommen. Wer Verletzungen von Abkommen in der Zukunft erwartet, wird seine eigenen Kriegsziele maximieren. Das heißt, je sicherer ich bin, umso mehr werde ich bereit sein, Kriegsziele zu minimieren. Idealtypisch gibt es vier Typen von Kriegsbeendigung. Das eine ist der klare, eindeutige Sieg. Das zweite ist ein Stillstand oder ein eingefrorener Konflikt. Das dritte ist, eine externe Macht diktiert den Frieden, wie zum Beispiel Dayton-Abkommen, ja, Ohio, Bosnien-Herzegowina, das war ein Diktatfrieden. Oder es gibt eine anhaltende Rivalität, wo man nicht sagen kann, ist der Krieg zu Ende, sondern es gibt Phasen hoher Intensität, die abgelöst werden von Phasen geringer Intensität. Und es gibt so eine gewisse Wellenbewegung und der Konflikt kommt eigentlich nie richtig zu Ende. Wenn Sie mich heute fragen, was halte ich für wahrscheinlich, dann denke ich, wir werden in den nächsten Jahren noch mit einer anhaltenden Rivalität zu tun haben, aber nicht mit derselben Intensität, sondern es wird Phasen höherer und geringerer Intensität geben. Eingefroren wird der Konflikt nicht. Einen eindeutigen militärischen Sieg, also wo eine Seite seine Maximalziele erreicht, wird es meines Erachtens auch nicht geben. Und keine externe Partei ist in der Lage oder willig, den Frieden zu diktieren. Weder die USA noch China. So. Jetzt gibt es die Unwägbarkeiten, im Englischen Wildcards genannt. Was kann den Kriegsverlauf noch mit beeinflussen? Wir hatten immer zwischendrin die Angst, Atomwaffen werden eingesetzt. Halte ich für zwar unwahrscheinlich, aber nicht vollkommen auszuschließen. Was das dann an Eskalation bedeuten würde, ist unklar, wie zum Beispiel auf den Einsatz von Atomwaffen, taktischer Atomwaffe Russlands, die NATO reagieren würde, ist unklar. Es gibt
Aussagen, ja, die NATO, die Amerikaner würden dann die Schwarzmeerflotte kaputt machen und so weiter. Und das würden die Russen auch schon eingepreist haben. Und deswegen reden sie weniger von der Atomkriegsdrohung. Wir wissen es aber nicht. Aber solche Gespräche gibt es. Dann kann es immer möglich sein, dass es eine militärische Konfrontation mit der NATO gibt. Also dass es auch einen Zwischenfall gibt, der eigentlich nicht vorhergesehen ist. Es gibt immer wieder Zwischenfälle, wo NATO-Flugzeuge aufsteigen, um sozusagen russische Flugzeuge abzufangen, insbesondere über dem Baltikum, weil die da in NATO-Territorium für eine Minute eindringen und dann werden sie wieder abgedrängt und die Russen testen dann auch so, wie gut ist die Luftverteidigung eigentlich der NATO an der Ecke. Und die, also das hat ein bisschen an Intensität abgenommen, aber es findet trotzdem regelmäßig statt. Dann wäre natürlich auch eine Unwägbarkeit, was passiert, alle reden darüber ständig, wenn Russland kritische Infrastruktur angreift, also Unterseekabel zwischen Europa und den USA. Wir hatten jetzt Angriff auf die Pipelines Nord Stream 1, Nord Stream 2, ist bis heute nicht aufgeklärt, aber ich würde sagen, kritische Infrastruktur war das. Und dass das ausspioniert wird und dass da die Befürchtungen bestehen, dass da also auch Angriffe auf kritische Infrastruktur möglich ist. Also solche Szenarien werden da gerade in der NATO und auch in der Bundeswehr kräftig hin und her gewälzt. Und wenn es dazu käme, dass zum Beispiel zwischen den USA und Europa also erhebliche Einschränkungen vom Internetverkehr gäbe oder auch mal kritische Infrastruktur sind natürlich Satelliten, alle Telefone hängen davon ab. Und wenn das unterminiert würde, wir wissen nicht, welche Auswirkungen das hätte. Das hätte mit dem Ukraine-Krieg nicht unmittelbar was zu tun, aber es würde Reaktionen hervorrufen, die über die Lieferung von Waffen an die Ukraine weit hinausgehen. Die letzte Möglichkeit ist es, dass es zu einer zweiten Front kommt. Vielleicht hat Gaza schon sogar ein bisschen die Rolle von einer zweiten Front gespielt, also dass es einen Ablenkungskrieg gibt oder einen Krieg, der die Aufmerksamkeit der internationalen Gemeinschaft und auch der westlichen Verbündeten vollkommen vom Ukraine-Krieg weglenkt. Also wenn China jetzt Taiwan angreifen würde, dann würde in der amerikanischen Wahrnehmung die Ukraine irgendwie wie Transnistrien oder Transsilvanien sein. Das heißt, die Bedeutung würde rapide zurückgehen, weil in der Prioritätensetzung der Amerikaner ist Taiwan weitaus wichtiger als die Ukraine. Das heißt also, ein zweiter Krieg würde den ganzen Blick auf die Ukraine sehr verändern. Kriegsbeendigung steht meines Erachtens vor vier Dilemmata. Das eine soll man die territoriale Integrität bewahren und die Souveränität oder Land für Frieden. Also die meisten sagen heute Land für Frieden auf keinen Fall. Dann die Frage auch territoriale Integrität versus wirtschaftliches Überleben. Das heißt, man kann sagen, wir geben nichts auf, aber zum Schluss bleibt nur Solidar und Bachmut übrig, zu Deutsch verbrannte Erde. Das heißt, man hat ein Land verteidigt, aber es bleibt eigentlich nichts mehr da, was irgendwie zu verteidigen wäre. Dritte Dilemma, lässt man sich auf einen schmutzigen Frieden ein oder auf einen gerechten Frieden? Die meisten sagen also nur gerechter Friede, also einer, der das Unrecht wieder gut macht, und andere sagen, nein, also Frieden ist vielleicht irgendwann so wertvoll, dass man die Frage der Gerechtigkeit, also zum Beispiel der Rechtsverfolgung von Kriegsverbrechen, Amnestiefragen, Reparationsfragen und so weiter hinten anstellt. Da könnte man sagen, okay, wenn man sich darauf einlädt, ist ein schmutziger Frieden. Die meisten Friedensschlüsse, würde ich sagen, bis zum 20. Jahrhundert waren extrem schmutzige Friedensschlüsse unter dem Gesichtspunkt dessen, was wir heute akzeptieren würden. Aber in der Vergangenheit, beginnend von der Antike bis zum 19. Jahrhundert, erst mit dem Ersten Weltkrieg haben wir die Frage der Kriegsschuldfrage zu einem Gegenstand des Friedensschlusses gemacht. Davor war Friedensschluss, der Sieger hat diktiert oder man hat das strittige Gut aufgeteilt, aber die Schuldfrage wurde nicht zu einem Thema der Kriegsbeendigung gemacht. Das ist eigentlich eine Erfindung des 20. Jahrhunderts, insbesondere dann natürlich mit Nürnberger Prozessen und Zweiten Weltkrieg. Angesichts dieser Dilemmata sagt sich jeder, wenn ich den ersten Schritt beim Kompromiss mache, verliere ich. Also das, was die Amis Game of Chicken nennen. Zu Deutsch, du bist das Hühnchen, das verliert, wenn du zuerst einknickst. Deswegen
gebe nicht nach. In der Situation sind wir. Maximalziele. Was wäre das Maximalziel? Aus russischer Sicht, die Ukraine kapituliert. Aus ukrainischer Sicht, wir können alle russischen Truppen vertreiben. Voraussetzung dafür, dass die Ukraine kapituliert ist, der Westen gibt die Ukraine preis. Für die Variante, dass die Ukraine alle russischen Truppen vertreiben kann, wäre meines Erachtens die Voraussetzung, dass es einen Regimewechsel in Russland gibt. Beide Optionen A und B sind meines Erachtens unwahrscheinlich. Zu Deutsch, keine der Parteien wird nach meinem Dafürhalten ihre Maximalziele erreichen. Was wissen wir denn nun eigentlich, was die möglichen Maximalziele von Putin sind oder von der russischen Regierung? 6 mögliche Ziele, alle werden immer wieder in der Publizistik diskutiert. Erstens, niedrigstes Ziel, Kontrolle der 5 annektierten Gebiete, die Dnipro als Grenze, das heißt, sie wollen das, was sie de jure jetzt in die russische Verfassung aufgenommen haben, 5 neue Gebiete, das wollen sie auch de facto kontrollieren. Also Minimalziel, wir wollen halten, was wir annektiert haben. Dann zweite, Entmilitarisierung, Neutralität der Ukraine. Das hieße schon, dass Russland die Regierung in Kiew absetzen kann und das politische Regime in der Ukraine bestimmen kann. Das dritte wäre, sie könnten so ein Marionettenregime direkt einsetzen. Das heißt also, da wäre nur noch ein Gouverneur sozusagen von Russlands Gnaden in Kiew am Regieren. Das vierte wäre Bumaga, das ist, heißt eigentlich auf Russisch Papier, aber es meint hier die Länder Belarus, Ukraine, Moldawien, Armenien, Georgien und Aserbaidschan. Das heißt, dass Russlands Ziel ist, wir wollen Bumaga frei von der EU und der NATO haben. Zu Deutsch, wir müssen das nicht direkt imperial kontrollieren, aber Bumaga sind die Staaten weit über die Ukraine hinaus, die wir kontrollieren wollen. Das fünfte wäre, und so ist mal dieser Forderungskatalog von der russischen Regierung im Dezember 2021 interpretiert worden, Rückabwicklung der NATO. Also eigentlich Versprechen, keine NATO-Erweiterung und wir wollen, dass das rückgängig gemacht wird. Das wäre also das fünfte Ziel. Und das sechste, militärisch, die wollen eigentlich eine militärische Auseinandersetzung mit der NATO. Auf das letzte, also auf die letzten 5 und 6 bereiten sich sowohl Bundeswehr als auch NATO vor. Also die ganzen Gespräche in der NATO gehen eigentlich um ein Szenario 5 und 6. Meines Erachtens Eintrittswahrscheinlichkeit denkbar gering. Trotzdem ist der Fokus darauf gerichtet. Das heißt, ein Punkt ist der, wir müssen meines Erachtens darüber nachdenken, was ist rational, also nach vernünftigem Ermessen, das, was die russische Seite eigentlich erreichen will. Die Antworten darauf müssen entsprechend sein. Aber wir können nicht immer sozusagen mit dem Worst-Case-Szenario 6, also die Russen wollen hier neue Panzer nach Karlshorst bringen, sozusagen den ganzen Blick auf die Ukraine. Aber das ist das, was, also wir haben hier die letzten 2,5 Tage so mit Militärs, also ich auch und noch jemand im Raum, uns unterhalten und ich habe den Eindruck, die leben alle in der Welt 5 und 6. Aber wir sollten vielleicht auch über die Welten davor reden. Gründe für die Minimierung von Kriegszielen. Ich habe es am Anfang erwähnt. Hoffnung kann schwinden, Kosten können eskalieren, man will vielleicht Zeit gewinnen oder man glaubt an die Garantien für Dritte. Wer könnte auf die Minimierung einwirken? China und die USA. Das heißt, beide können ihre militärische Unterstützung, die Chinesen für die Russen und die Amerikaner für die Ukrainer, von bestimmten politischen Konditionen abhängig machen. Voraussetzung dafür wäre, dass in den USA Trump gewinnt. Wenn er gewinnt, halte ich es für sehr wahrscheinlich, dass die Unterstützung der Ukraine konditioniert wird. Sie wird also nicht mehr so, sie ist nicht vollkommen bedingungslos, aber sie wird eindeutig konditioniert, weil für Trump hat China, Pazifischer Ozean, viel mehr Bedeutung als die Ukraine. Oder, dass auf der Seite Russlands China drängt, also ihr habt uns ja versprochen, der Krieg ist in der Woche zu Ende und dann ist Kiew eingenommen und jetzt dauert es schon 3, 4, 5 Jahre und irgendwie sind die Kosten dieses Krieges auch mitzutragen. Also dass zumindest die Chinesen anfangen,
gegenüber ihrem Juniorpartner Russland Druck auszuüben. Warum sollte aber Putin nachgeben? Man könnte sagen, auch Kostenbewusstsein. Die Sanktionen haben durchaus Wirkung. Es ist nicht so, dass die wirkungslos sind. Also die Umgehung der Sanktionen findet statt, aber sie ist teuer. Sie ist teuer. Es ist nicht billiger geworden. Dann könnte natürlich Russland auch einen Status verlieren. Also man kann sagen, der Krieg hat dazu geführt, dass Russland eigentlich nur noch auf die Ukraine fixiert ist, aber als Großmacht darüber hinaus nur sehr begrenzt seine Macht projizieren kann. Also der Krieg bindet Russlands Möglichkeiten, Macht in den internationalen Beziehungen zu projizieren. Es kann nicht gleichzeitig sozusagen da präsent sein. China, ich habe es schon erwähnt, Druck, Siloviki, wir hatten letztes Jahr die Meuterei. Der Konflikt, der zu dem Aufstand von Wagner führte, ist zwar physisch beendet worden, aber der Anlass, der dazu dem Konflikt zwischen Wagner und den regulären Streitkräften führte, das war ja einer, erstens über die Art der Kriegsführung und zweitens über die Kriegsziele. Wagner hat öffentlich in Frage gestellt, ob die Ukrainer eigentlich von den Russen befreit werden wollen. So. Also, und es gab Solidarisierung mit Wagner-Gruppe im Rostov am Don. Es war nicht so, dass das sympathiefrei war, was Wagner gemacht hat. Die Spaltungen sind jetzt sozusagen durch die Liquidierung von Wagner, durch Prigozhin und Utkin beseitigt, aber der Konflikt, der darüber existiert, der ist weiter da. Und dann gibt es natürlich im russischen System auch noch weitere Bruchstellen. Also Zentrum-Regionen-Konflikte nehmen zu, Russen, Nicht-Russen, warum sollen Nicht-Russen eigentlich diesen Krieg in der Ukraine führen, sagen wir mal, doch einen russischen Nationalismus führen und so weiter. Man kann nicht das Geld zweimal ausgeben, alles für die Front oder für Soziale und Bildung. Also es sind alles Konflikte, die auch in dem russischen System zunehmen. Kontra, warum sollte Putin keine Kompromisse machen? Der Krieg findet eigentlich nur in der Ukraine statt. Das heißt, der Westen hat von Anfang an deutlich gemacht, asymmetrischer Krieg. Der Krieg soll nicht auf Ukraine, auf Territorium stattfinden, das völkerrechtlich zu Russland gehört. Also ja, auf annektierten Gebieten, aber nicht auf dem. So. Insofern ist es ein vollkommen ungleichgewichtiger Krieg, der Putin bevorzugt. Dann könnte man sagen, Putin hat so viel deklariert im Laufe der Zeit, dass er auch von der Rhetorik nicht mehr runterkommt. Er kommt von dem Baum sozusagen, dessen, was er alles erklärt hat, müsste er wieder runterklettern und sagen, ich bin auch mit weniger zufrieden. Dann kontra die Annahme, die USA sind entweder geschwächt, gespalten oder an anderem interessiert. Afghanistan-Argument. Ja? Ihr mögt die Uhren haben, aber ich habe die Zeit. Dann, dass die Unterstützung aus dem Westen sich immer mehr begrenzt, dann, dass Russland mehr Ressourcen hat und dass der globale Süden, der vor 2 Jahren sich vollkommen solidarisch mit der Ukraine erklärt hat, mittlerweile der Ansicht, das ist ein europäischer Krieg oder ein Konflikt mit Russland, aber wir sind eigentlich diejenigen, die hinten runterfallen, deren Interessen eigentlich nicht berücksichtigt werden. Das heißt, die Solidarisierung des globalen Südens mit, sagen wir mal, der Ukraine hat abgenommen, wenn man sich die Reden UN-Generalversammlung letztes Jahr angeguckt hat, deutlicher Unterschied zu dem Jahr 2022. Also das heißt nicht, dass die alle sympathisch gegenüber Russland sind, aber sie sind nicht mehr aktiv Unterstützer der ukrainischen Position. Jetzt einige meines Erachtens unangenehme Tatsachen, die in Widerspruch zur Rhetorik stehen. Der Westen hindert die Ukraine daran, den Krieg so zu führen, wie ihn Russland in der Ukraine führt. Das heißt, in Russland müssen die Leute nicht in Luftschutzkeller über Nacht gehen. Der psychologische Effekt dieser Dauerbombardements, der ist bei den Ukrainern zermürbend. Aber die meisten in Moskau leiden vielleicht daran, dass McDonald's geschlossen hat, aber ansonsten gehen sie dem Leben weiter so nach wie zuvor auch. Manche westlichen Produkte kriegt man nur teurer, aber sagen wir, der Preis ist natürlich für die Bevölkerung geringer. China ist Schwarzfahrer dieses Krieges, weil sie sagen, die Amerikaner sind gebunden durch den Krieg in der Ukraine und werden deswegen bei Taiwan nichts unternehmen. Die Amerikaner werden nicht Gaza, Ukraine und Taiwan. Zu Deutsch, langer Krieg ist eigentlich im Interesse der Chinesen, weil sie sind quasi Trittbrettfahrer. Reden zwar, wir wären für Frieden, aber de facto sind sie Netto-Nutznießer eines langen Krieges. Das Thema Unterstützung aus dem globalen Süden hatte ich schon angesprochen, weniger heute als vor 2 Jahren. Manche haben gedacht, Regimewechsel in Russland, Protestbewegung und so weiter,
Nawalny ist tot und damit eigentlich jede Form von, sagen wir, Mobilisierung, die es von russischer Opposition noch geben könnte. Die Ukraine ist sehr erschöpft. Der Krieg bedroht auch die Demokratie und Rechtsstaatlichkeit in der Ukraine, weil de facto finden keine Wahlen statt, sie sind ausgesetzt, Kriegszustand. Das, was vorher kritisiert worden ist, Korruption in der Ukraine, Mangel Checks and Balances zwischen den drei Gewalten und so weiter, das hat sich infolge des Krieges nicht verbessert, sondern es ist eigentlich eine Exekutive, die in der Präsidialverwaltung liegt. Das Kabinett spielt eine viel geringere Rolle. Das Parlament kann auch nicht die Funktionen wahrnehmen, die es in Friedenszeiten wahrnimmt. Man kann auch sagen, und in Kriegszeiten ist aber auch die öffentliche Meinungsäußerung eingeschränkt und so weiter. Wir haben erwartet, dass manche Waffen der Gamechanger, der sogenannte, sein würde. Keine ist es das bisher geworden. Ja. Also hieß es dann immer HIMARS, Taurus und so weiter, und das würde jetzt in großen Banden nichts davon. Dann auch, dass auf die Dauer der Zeit die Ukraine es immer schwieriger haben wird, die Ergebnisse des Krieges zu revidieren. Ja. Weil Donetsk, Luhansk, Krim wird seit 10 Jahren mittlerweile von Russland regiert. Der Rubel ist da, russische Pässe ausgegeben, ist Teil der russischen Wirtschaft und Teil der russischen Verwaltung. Die gucken russisches Fernsehen, russische Medien. Kinder werden mit russischen Curricula erzogen, die lesen russische Geschichtsbücher und so weiter. Diese ganzen Fakten, die da im Laufe der Zeit geschaffen wurden, rückgängig machen zu wollen, wird im Zeitverlauf immer schwieriger. Dann die Brüche. Wir haben jetzt zwar die Entscheidung im Kongress gehabt, aber sie sind nicht weg. Die Brüche in den USA in Bezug auf Unterstützung der Ukraine zwischen Demokraten, Republikanern, aber auch in der Demokratischen Partei nehmen zu. Punkt, der auch harte Tatsache ist, der Krieg hat zu einer Fundamentalisierung der Identitäten geführt. Während also vor 10 Jahren, Andreas Umland und ich haben da Interviews so mit freiwilligen Bataillonen in der Ukraine gemacht. Eine der ersten Fragen, die wir mal gestellt haben, in welcher Sprache habt ihr in den Bataillonen geredet? In der Ukraine. Alle haben gesagt, Lingua Franca in den Bataillonen, Russisch. Es war überhaupt kein Thema. Heute ist Russland, auch die russische Kultur, die russische Sprache, Ausdruck des Feindes. Das heißt, wir sehen, dass diejenigen, die russisch sozialisiert oder geprägt worden sind, entweder sich vollständig ukrainisieren infolge der Erfahrungen des Krieges und der Emotionen, die der Krieg hervorgerufen hat, aber natürlich hat das Effekte für die Bevölkerung, die unter russischer Besatzung lebt. Ja? Wie gewinnt man die zurück, wenn die eigentlich potenzielle Kollaborateure oder Verräter sind? Dann die EU wird die USA nicht ersetzen. Das heißt, alles, was darüber geredet wird, also wir müssen jetzt, wenn die USA nicht mehr unterstützen, die EU würde das tun, nichts. Meines Erachtens auch harte Tatsache, die NATO wird die Ukraine erst dann verteidigen, wenn sie es nicht mehr braucht. Das heißt, sie wird nicht Mitglied, sondern sie wird dann überhaupt erst Mitglied, wenn eigentlich der Frieden hält, weil die NATO keinen militärischen Konflikt mit Russland haben will. Harte Tatsache auch, es gibt in Russland keine Friedenspartei. Der Westen wiederholt zwar, irgendeiner hat jetzt hier gerade das Piepen von einem Wecker oder so, weiß ich nicht, ist nicht meins, aber wir wiederholen irgendwie also unsere Rhetorik hier, aber es ist nicht sehr folgerichtig beim Handeln. Und eine Befürchtung, das ist noch keine Tatsache, aber dass diejenigen, die sagen, wir müssen eigentlich auf ein Minsk-III-Abkommen hinarbeiten, und solche Äußerungen hat es hier vom Vorsitzenden der Münchner Sicherheitskonferenz auch im Fernsehen gegeben, die Stimmungslage ist, selbst wenn er das jetzt nicht nochmal wiederholt hat, sie ist trotzdem gegeben. Frage, Verhandlungen jetzt oder später? Jetzt, dafür spricht, Ukraine hat keine Offensivfähigkeit mehr, sie kann die Maximalziele nicht erreichen, Russland hat letztlich die Eskalationsdominanz, die Ukraine ist erschöpft, all diejenigen, die gesagt haben, oder es gibt einige, die sich dann da eingesetzt haben, Saudi-Arabien, Südafrika, China und so weiter, wir würden trotzdem ein Kriegsende bevorzugen. Dann gibt es diejenigen, die sagen, naja,
wir müssen die Dimensionen des Konfliktes trennen. Wir müssen sozusagen eine russisch-amerikanische Einigung, dann müssen wir was zwischen Russland und der NATO erreichen, also welche NATO-Infrastruktur kommt da überhaupt in die Nähe des ukrainischen Territoriums, und dann geht es um das Schwierigste, Russland-Ukraine zum Schluss. Lasst uns mit einer Dimension beginnen und dann arbeiten wir uns sozusagen weiter runter, oder dass argumentiert wird, naja, wir werden den großen Frieden nicht kriegen, wir dürfen den Frieden nicht überfordern, lasst uns mit Inseln der Übereinkunft anfangen. Also Gefangenenaustausch gibt es, Getreide gab es auch, Saporischschja ist jetzt nicht mehr als Waffe, das Kernkraftwerk eingesetzt worden. Es gibt begrenzte Inseln der Übereinkunft, und dass man die versucht auszuweiten. Dagegen spricht, Russland müsse geschwächt werden, Putin würde jeden Kompromiss als Schwäche ansehen, man würde ja damit die Ungerechtigkeit des Krieges anerkennen. Wenn man jetzt beginnt mit Verhandlungen, dann würde der Waffennachschub an die Ukraine ja eingestellt, und man würde sagen, lieber erst der Diplomatie eine Chance geben. Die Ukraine ist nicht am Ende, oder das argumentiert wird, ja, also die weitreichenden Waffen, Luftunterstützung, das würde den Unterschied machen. Oder dass man sagt, die Kriegsführung müsste gänzlich verändert werden, also nicht mehr nur auf der ganzen Frontlinie, sondern auf bestimmte verwundbare Punkte. Lange Rede, kurzer Sinn, im Moment ist die Give War a Chance-Fraktion auf beiden Seiten dominant, nicht die Give Peace a Chance. Hartes Faktum. Blick nach vorn, und das ist meine letzte Folie. Ich sehe auch einige, freuen sich, wenn ich jetzt zu dem Schluss komme. Meines Erachtens müssen wir den möglichen Inhalt eines Friedensabkommens konkretisieren. Wir müssen eine Vorstellung davon entwickeln, wie könnte der Vertrag aussehen. Es wird nicht das Potsdamer Abkommen sein. Es wird auch nicht der Versailler Vertrag sein. Aber wir sollten sagen, das sind Kernbestandteile, die uns eine Vorstellung davon geben, über welchen Frieden reden wir. Und welche Kapitel muss das haben? Was dann zu einer möglichen Voraussetzung für eine Resolution im UN-Sicherheitsrat würde. Wenn zum Beispiel die Chinesen das mit unterstützten, dann würde man weiterkommen. Zweite, Kriegsziele könnten nur begrenzt werden, wenn es Garantien gäbe durch China und die USA. Also zum Beispiel, dass sich einer Peacekeeping-Mission die Chinesen massiv beteiligen. Das wäre der große Unterschied zur OSZE-Beobachtermission. Keiner würde auf ein chinesisches Kontingent schießen. Frage auch, kann man eine Friedenspartei in Russland stärken? Gibt es da welche? Sind die ein einheitlicher Block? Oder sind manche auch der Ansicht, wir können das nicht ewig weitermachen, das darf nicht 20 Jahre wie in Afghanistan halten? Dann kann man darüber überlegen, ob man, man das ganze Sanktionsregime noch verschärft oder dass man Anreize dafür schafft, dass diejenigen, die jetzt noch auch Gefangene der russischen Kriegsführung sind, sagen, wir steigen aus. Also eine Art von Aussteigerprogramm für diejenigen, die aus Russland weggehen wollen. ITler, Wissenschaftler, Oligarchen, die denken, ich will meinen Geschäften nachgehen, dann komme ich aber auch dem Sanktionsregime raus, kann sich da alles Mögliche überlegen. Dann das, wie würde das Peace Enforcement aussehen? Keine Vorstellung bis heute. Das ist Teil dessen, was wir mit dem Projekt klären wollen. Wie sähe das eigentlich aus? Was sind die Lehren aus der OSZE-Mission von 2014 bis 2022? Wie muss das anders gestaltet werden? Dann denke ich auch, Blick nach vorn, wir unterstützen die Ukraine eigentlich wegen dem Euro im Maidan. Und ich habe da auch immer wieder Auseinandersetzungen und sage, wir dürfen diesen Konflikt nicht zu einem Kulturkampf machen. Das ist kein Kampf gegen Russland, die russische Sprache, die russische Kultur, die russischen Menschen, sondern es ist ein Konflikt zwischen zwei politischen konträren Regimen. Es ist Ausdruck auch dessen, dass Russland den eigenen Regimecharakter, den eigenen autoritären Regimecharakter in seinen Außenbeziehungen praktiziert. Es ist der Export der inneren Aggression oder Gewaltkultur in sein Außenverhalten. Aber wir dürfen nicht zulassen, dass dieser Krieg zu einem Krieg sozusagen gegen das Russentum wird. Ich bin der Ansicht,
Auch wenn die Gefahr und das Verständnis, dass der Krieg den Nationalismus auf allen Seiten fördert, dass ein Ausweg darin nur besteht, dass man nicht von einer Kollektivschuldthese ausgeht. Stalin hat 1945 gesagt, die Hitler kommen und gehen, das deutsche Volk bleibt bestehen. Er hat sich damit schon kurz nach dem Krieg deutlich gegen die Kollektivschuldthese geäußert. Ich finde, das können wir hier auch in Erinnerung rufen. Dann ist die Frage, wenn wir nicht den endgültigen Status klären können von den Gebieten, die Russland annektiert hat, ob es möglicherweise gibt, von Standards des Umgangs damit. Das heißt, wenn es zu einem Einfrieren gekommen ist oder zu einer Reduktion der Gewaltintensität, dass man darüber redet, was sind Standards des Umgangs? Also könnte man zum Beispiel, ohne dass man ein Friedensabkommen hat, an bestimmten Strecken sagen, Gewaltverzicht. Ja, und dieses Gewaltverzichtabkommen gilt oder dass es irgendwelche Möglichkeiten gibt, die Kontaktlinie zu überqueren oder irgendwie Kommunikationskanäle da entstehen. Ich denke nur darüber nach, dass das ein wichtiger, möglicher Ausblick wäre und dass das vielleicht auch für Leute attraktiv wäre, wenn sie das Gefühl hätten, die humanitäre Situation verbessert sich, insbesondere an der Frontlinie. Dann kann man sich überlegen, ob man eine UN-Treuhandschaft für eine gewisse Zwischenzeit einführt. Ich sage nur, überlegen. Ich weiß nicht, ob, aber müsste vielleicht auch zeitlich begrenzt sein. Man müsste den Charakter definieren, aber es wäre auch ein möglicher Ausweg, sagt man, was wir militärisch nicht erreichen können. Dann die Frage atomwaffenfreie Zone, dass man sagt, also Atomwaffen sollen aus dem Spiel raus. Ja? Und das wird klar, egal was für eine Zugehörigkeit dann die NATO später hat oder Rolle die NATO da spielt, atomwaffenfreie Zone. Also die dürfen dann nicht mehr Teil sozusagen des Kalküls sein. Ich denke letztlich, wir dürfen den Frieden nicht überfordern. Wir dürfen also die Kataloge dessen, was der Frieden alles bringen muss, dann kriegen wir den Frieden nie. Das ist nicht zynisch. Es ist aber auch der Blick auf vergangene Friedensschlüsse. Dass wenn man sich Friedensschlüsse in der Geschichte anguckt, Friedensschlüsse oder Abkommen, die den Frieden überfordert haben, brechen zusammen. Und deswegen muss man priorisieren. Ich bin nicht derjenige, der hier irgendwie für die Ukraine oder sonst jemanden sagen kann, was die Prioritäten sein müssen. Aber das ist ein wichtiger Ausgangspunkt. Wir dürfen den Frieden nicht überfordern. Und das Letzte, der Frieden muss auch verkauft werden. Das heißt, wenn man eine Vorstellung davon hat, wie der Frieden aussehen kann, dann muss er auch öffentlich akzeptiert werden. Er muss überall, in allen Gesellschaften, die engagiert sind in diesem Krieg, muss er verkauft werden. Er muss also überzeugend sein. Er muss angenommen werden. Und das ist eine Aufgabe, die sowohl für die russische Gesellschaft, wie für die ukrainische Gesellschaft, wie für die westlichen Unterstützer der Ukraine gilt. Der Frieden muss letztlich einer sein, wo alle sagen, das ist unter den gegebenen Verhältnissen das, was besser ist als die Fortsetzung des Krieges. Eine Schlussbemerkung, Sie haben mir jetzt lange zugehört. Ich habe genau diesen Gedanken vor 20 Jahren mal geäußert, da hat mich die kolumbianische Regierung eingeladen. Ich hatte mich so mit irregulären bewaffneten Gruppen beschäftigt und wie man die vielleicht demobilisiert und reintegriert und was es da für Erfahrungen gibt. Und die hatten also einen Guerillakrieg seit den 60er Jahren mit der FARC, mit der ELN und so weiter. Und also ich war da auch in der Präsidialverwaltung und habe auch mit den Kommandeuren da von der FARC und von der ELN gesprochen. Und sie haben alle erstmal ihre maximalen Forderungskataloge vorgetragen. Und ich habe gesagt, ihr müsst diesen Kämpfern, den Guerillas, müsst ihr eine Perspektive bieten. Ihr müsst längst nicht auch den Paramilitärs eine Perspektive bieten. Ihr müsst ein Amnestiegesetz haben, womit man wegkommt. Ihr müsst gucken, dass ihr aus den Kämpfern Politiker macht und so weiter. Und habe Ihnen so viele Beispiele sozusagen auch aus afrikanischen Fällen und so weiter erzählt, wo das vielleicht eher geklappt hat als nicht. Ich denke, das war damals
am Anfang Pastrana, Uribe, Präsidenten in Kolumbien. Dann gab es wesentlich später, Jahre später, ein Friedensabkommen. Da sind Kerngedanken davon umgesetzt worden. Das hat zu einer erheblichen, das ist nicht ganz befriedet, Kolumbien, aber wir haben nicht mehr diese Jahre des Bürgerkrieges in Kolumbien. Das ist jetzt eine andere Situation, aber ich will nur sagen, den Gedanken habe ich nicht das erste Mal hier vorgetragen, den habe ich schon vor 20 Jahren mal im Präsidialamt von Bogotá vorgetragen. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Herzlichen Dank, Herr Heinemann-Grüder. Ich habe mal noch erst gleich zum Einstieg sozusagen eine definitorische Frage, weil jetzt zum Schluss war ganz häufig das Wort Frieden und dann war auch noch mal Waffenstillstand. Unterscheiden Sie das? Natürlich unterscheidet sich ein Waffenstillstand vom Friedensabkommen. Der Waffenstillstand ist meistens zeitlich und räumlich begrenzt oder ist auf bestimmte Waffengattungen oder eine bestimmte Art der Kriegsführung begrenzt. Der Waffenstillstand ist eigentlich eine Pause, um Gefangene auszutauschen, Verwundete ranzukommen oder dass man Verhandlungen eine Chance gibt. Aber das ist in dem Sinne nur Zeit kaufen. Waffenstillstand ist zu gucken, können wir da raus und ist das der Übergang. Aber viele Waffenstillstände scheitern. Und die Kapitulation? Ja, die Kapitulation ist natürlich ein ganz eindeutiges Ergebnis. Also in dem Fall war das jetzt ja auch kein Friedensabkommen, weil die besiegte Partei war ja keine Partei mehr hier in diesem Raum. Die konnte ja nur unterschreiben. Also in dem Sinne ist das eine Form der Kriegsbeendigung, aber kein Friedensabkommen gewesen. Es war eine Kapitulationsurkunde. Im Falle jetzt Ukraine-Krieg gehe ich nicht davon aus, dass es eine Kapitulationsurkunde geben wird. Das war jetzt auch nicht die Frage. Ich meine, für Historiker ist immer schön, wir fangen ja dann an, darüber zu reden, wenn es vorbei ist. Also wir wissen, wie es ausgegangen ist. Sie haben ja hier jetzt ein bisschen anderen Ansatz verfolgt, aber um tatsächlich so auf das Historische auch mal zu kommen, hat denn gerade bei der Fähigkeit der Kompromissfähigkeit oder der Fähigkeit zu Kompromissen, die Sie weiter vorne in Ihrem Vortrag ansprachen, da hat doch die Ukraine eigentlich eine extrem schlechte Erfahrung gemacht. Sie hat die Atombomben abgegeben, ja, und jetzt hat sie keine mehr und so rum gesehen einen Trumpf weniger in der Hand. Oder kann man das so nicht sagen? Ja, sie haben schlechte Erfahrungen mit dem Budapester Abkommen gemacht von 1994, wo sie Sicherheitszusagen von Russland, China und den Westmächten bekommen hatten, im Gegenzug zur Abgabe der Atomwaffen. Wenn die Ukrainer die Atomwaffe behalten hätten, dann wäre es meines Erachtens nicht zu diesem Krieg gekommen, was ja manche auch deswegen als die ultimative Sicherheitsgarantie ansehen. Dann Minsk I, Minsk II, dasselbe. Also sie haben natürlich ein abgrundtiefes Misstrauen gegenüber den Zusagen, die Russland gemacht hat. Und gleichzeitig haben sie auch noch das abgrundtiefe Misstrauen, dass sie nicht Israel sind. Ja. Also niemand würde sagen, die Ukraine ist von existenzieller Bedeutung, ja, oder ist Staatsräson von der Bundesrepublik Deutschland oder so. Also als Israel jetzt von Iran mit Raketen angegriffen wurde, da haben die alle sofort zusammengestanden und haben alle Raketen abgefangen, die vom Iran auf Israel abgeschossen wurden. Natürlich wären die Ukrainer lieber in der Situation von Israel, es wäre technisch auch machbar, aber die Ukraine ist nicht Israel. Und natürlich sind die deswegen extrem misstrauisch und sagen, das muss robuste Garantien geben. Und warum verhaltet ihr euch nicht so wie Israel? Also ich verstehe das vollkommen, dass sie vor dem Hintergrund dieser Erfahrung und auch sagen wir mal, der Zögerlichkeit, die es in den letzten 2 Jahren gegeben hat, wo am Anfang immer das höchste Maß der Solidarität Rotkreuz, Köfferchen und Helme waren, und das schon als Signal eigentlich oder Symbol ausrechnet. Natürlich sind die vor dem Hintergrund zutiefst misstrauisch und natürlich auch ängstlich,
was passiert, wenn sich die Stimmung in den USA dreht. Also es gibt jetzt eine Erleichterung, aber ich will nur sagen, also deren Glaube an Zusicherung ist überschaubar, aus verständlichen Gründen. Weswegen der Glaube eigentlich auch nur dann wieder entstehen kann, wenn es qualitativ andere Zusagen gibt. Und das Dilemma ist meines Erachtens, oberste Priorität hat für uns kein Krieg mit Russland, kein direktes Engagement. Und die Ukraine würde ja in dem Falle, wo sie ein Abkommen unterzeichnet, selbst wenn sie Kompromisse macht, erwarten, dass der Westen bei einer Verletzung des Abkommens sich anders verhält, als er heute verhält. Das heißt, robust reagiert. Aber warum sollte der Westen nach einem Friedensschluss sich anders verhalten, als er sich in den letzten 2 Jahren verhalten hat? Das heißt, diese Zusicherung müsste da sein und solange die Bereitschaft dazu nicht da ist, ich sage bloß, das ist der Preis des Friedens und es wäre bei einer robusten Zusicherung, deswegen sage ich auch vielleicht eine wertvolle Überlegung, die Chinesen mit ins Boot zu holen, wenn man eine UN-Sicherheitsratsresolution hätte, wo die Sicherheitsgarantien von den Chinesen mit eigenen Truppen mit umgesetzt werden müssten. Das hätte was qualitativ anderes als eine OSZE-Mission oder vage bilaterale Zusagen. Um Sie mal ein bisschen aus dem Modus des Politikberaters rauszuholen, mehr sozusagen vielleicht auch rückschauend. Es gibt so eine These, die da sagt, naja, wenn die russische Gesellschaft, Russland, die russländische Föderation die letzten, sagen wir mal 30, 40 Jahre dazu genutzt hätte, die Geschichte, ihre Geschichte, die zu einem großen Teil als sowjetische Geschichte sieht, die vernünftig aufzuarbeiten, dann hätten wir diese Probleme, die wir heute mit dem Staat Russland haben, so nicht. Was ist davon zu halten? Also davon ist viel zu halten. Auf der anderen Seite sage ich mir, die Sowjetunion ist an Russland kaputt. Die Sowjetunion hätte überleben können mit der Unabhängigkeitserklärung des Baltikums, die Souveränitätserklärung von Russland. Das war der Todesstoß für die Sowjetunion. Gab es damals in Russland irgendjemanden, der den Putschisten im August 1991 widerstanden hätte? Gab es irgendjemanden, der auf die Straße gegangen ist und gesagt hat, wir stellen uns hinter diesen Jasow hieß er damals, der einen Militärputsch da gegen Gorbatschow gemacht hatte, wir sind für den Erhalt der Sowjetunion. Niemand ist aufgestanden. Als es die Abstimmung über die Unabhängigkeit der Ukraine gab, die Mehrheit der Krimbewohner, russisch sprechend, war für die Unabhängigkeit der Ukraine und nicht für den Verbleib im Bestand der Sowjetunion, geschweige denn im Bestand Russlands. Als es Anfang der 90er Jahre die ersten New Independent States Barometer Umfragen gab in den neuen unabhängigen Nachfolgestaaten der Sowjetunion, die mit größte Zustimmung zu Demokratie anstelle des Sowjetsystems gab es in Russland. Ja, also ich will nur sagen, der Nostalgiefaktor ist im Laufe der 90er Jahre gewachsen. Die Sowjetunion wurde immer schöner, umso toter sie war. Das heißt, am Anfang spielten viel mehr Erwartungen daran, wir wollen so leben. Die wurden gefragt, Anfang der 90er Jahre, 92, 93, wie wollt ihr leben? Die Antwort war, wie die Skandinavier. Da war von imperialen Fantasien oder von, wir müssen Großmacht sein, sondern die Russen haben sich überlegt, wo lebt man anständig, wo ist der Sozialstaat da und wo ist es attraktiv. Und dann haben sie gesagt, also attraktives Modell sind für uns die skandinavischen Staaten. Man muss sich fragen, warum im Zeitverlauf eigentlich die Retro-Zukunft immer attraktiver wurde, statt dem Blick nach vorne ins 21. Jahrhundert, der Blick auf 1000 Jahre zurück, als ob die Rückkehr zu einer Welt von Karl dem Großen für uns das Vorbild wäre dafür, wie wir am Ende des 21. Jahrhunderts leben würden. Das zu erklären, warum man sozusagen so mariniert ist in Vorstellungen, die eigentlich alle auf der Vergangenheit beruhen. Klar sind die Russen erzogen worden als das große Brudervolk und Zivilisationsmission und das gab es schon im Zarenreich und in der Sowjetunion auch. Also es gab diesen Chauvinismus, die Überlegenheitsvorstellung,
was sind diese Ukrainer, das sind Chachlö, das sind doch Ostfriesen und so weiter, das ist irgendwie eigentlich so Leute, die nicht richtig Russisch können und so. So hat man sich lustig gemacht. Also dieser Überlegenheitsdünkel ist nie aufgearbeitet worden. Die Russen haben auch nie eine andere Sprache gelernt. Die anderen haben alle Russisch gelernt, das war Lingua Franca, aber warum muss ein Russe Estnisch lernen? Ja, also wer sind denn Esten oder Ukrainer und so weiter? Alle Ukrainer konnten Russisch. Es ist der Abstieg von einem, sagen wir mal, sich imperial definierenden Volk hin zum Nationalstaat. Und man hätte diese Wandlung hin, wir müssen eigentlich ein Nationalstaat werden. Wir wollen ein Nationalstaat unter anderen sein. Da ist niemand rangegangen. Und Jelzin hatte da mal so eine Kommission, russische Identität in den 90er Jahren ins Leben gerufen, die hat dann die Tätigkeit eingestellt. Aber ich glaube, Russland wäre Teil sowohl der Völkerfamilie im postsowjetischen Raum und auch insgesamt in Europa geworden, wenn sie nicht die Vorstellung gehabt hätten, wir müssen eigentlich wie die Pentarchie, also wie die fünf Großmächte im 19. Jahrhundert, höher stehen. Letztlich ist im russischen, zumindest Elitenbewusstsein, dass wir wollen, dass die Welt wie beim Wiener Kongress 1815 aussieht. Ja, da sind fünf große Mächte und dann gibt es so diese kleinen Zwischenvölker und wir entscheiden. Und wenn es die fünf sind, die dann entscheiden, dann ist die Welt in Ordnung. Da kann man Interessenausgleich, wechselseitige Berücksichtigung von Interessen, dann gibt es den langen Frieden. Und die Kleinen, wir leben bloß in einer anderen Welt. Und die Vorstellung ist nicht angekommen, ich glaube, bei vielen Eliten, die sagen, das ist in der DNA der Russen, dass sie eine Großmacht sind. So. Jetzt kann man sagen, okay, sie haben unter den europäischen Völkern größte Bevölkerung, aber wenn man es jetzt mit China, Indien, Indonesien, Malaysia oder anderen, sagen wir mal, bevölkerungsmäßig großen Staaten, dann würde ich sagen, Russland ist also im Kopf groß, aber auch Bruttosozialprodukt per Kopf der Bevölkerung liegt es so zwischen Italien und Niederlanden, aber die gehen aus dem Gym anders raus als die Niederländer und die Italiener. Das war auch eine Frage, die ich mir hier schon aufgeschrieben habe, sozusagen Ihr Lieblingsfriedensschluss in der Historie. Gibt's den? Also ich meine, mein Lieblingsfriedensschluss, also Friedensbeendigung, ist der 8. Mai 45. Also wenn das weitergegangen wäre, dann wären wir alle anders aufgewachsen. Und also in dem Sinne würde ich sagen, unter allen, also es war auch, die Tatsache war eindeutig. Sag mal, Versailles, da gab es Revisionismus. Und am 8. Mai 1945, da gab es keinen Revisionismus mehr. Das Ergebnis wurde akzeptiert. Es wurde auch umgesetzt. Der Preis war natürlich die deutsche Teilung dafür, letztlich. Das war aber 1945 nicht absehbar. Aber sagen wir, der Krieg in Europa, er ist mit Jugoslawien, jetzt mit der Ukraine, aber er hat doch lange gehalten. Und Deutschland ist kein Friedensproblem mehr für Europa, geschweige denn die Welt. Also insofern würde ich aus meiner, mein Vater hat im Zweiten Weltkrieg gekämpft, ein Onkel von mir hat sich am 20. Juli beteiligt, zwei Tanten von mir waren die ganze Zeit im Untergrund, aber also ich habe auch verschiedene Geschichten mitbekommen, was das bedeutet hat. Mein Vater hat mir grafisch erzählt, was der Zweite Weltkrieg war, also in allen grafischen Details. Es war nicht so, dass darüber geschwiegen wurde. Insofern, also ich sehe das nach wie vor als den Tag der Befreiung an. Ich würde nicht in der Welt leben wollen, die den 8. Mai nicht erlebt hat. Also da sind wir uns wahrscheinlich hier im Raum auch einig. Da wäre jetzt eigentlich fast das Ende des Abends erreicht. Ich öffne dann auch gleich in den Saal, damit noch nicht das Ende des Abends erreicht ist. Hier aber nochmal eine Nachfrage. Also die Entnazifizierung in Deutschland hat ja dann doch eine Weile gebraucht oder das Rauskriegen dieser Nazi-Ideologie aus den Köpfen. Ich möchte jetzt nicht eins zu eins den Bogen schlagen zu dem, was Sie gerade zu dem Denken russischer Eliten gesagt haben. Aber ist das nicht so eine Art Negativerfahrung, dass es eben sozusagen mit dieser Befreiung und dieser eindeutigen Situation, wie Sie sie schildern, die es hier am 8. Mai gab, 45, nicht ganz geschehen ist, weil eben... Absolut.
Absolut. Also, ich habe letzte Woche noch mal hier von Viktor Klemperer LTI gelesen, aus gegebenem Anlass, und habe gedacht, also er weist ja nach, was eigentlich die Sprache des Dritten Reiches war und wie durchtränkt die deutsche Sprache noch auch Jahre nach dem Krieg von der NS-Ideologie war und wie lange das gedauert hat und wie viele Sprachfiguren eigentlich zum Teil bis heute noch benutzt werden, die eigentlich alle aus der NS-Propaganda kommen. Also der Krieg ist an einem Datum vielleicht zu Ende, aber er ist immer die Verarbeitung des Krieges und seiner Spuren und seiner Vorgeschichte, das dauert Jahrzehnte. Das ist, und ich meine, ich habe mich 2014, war Erinnerung an den Ersten Weltkrieg, und da haben alle so die Frage gestellt, gibt es eine europäische Geschichte des Ersten Weltkrieges? 100 Jahre später gab es keine europäische Geschichte des Ersten Weltkrieges. Das ist, wir waren 100 Jahre immer noch damit, die Franzosen schreiben ihre Geschichte, die Briten schreiben ihre Geschichte, die Deutschen haben ihre Geschichte, die Serben haben ihre Geschichte, die Russen haben ihre Geschichte. Das heißt, selbst 100 Jahre haben nicht gereicht, eigentlich einen gemeinsamen Blick auf diesen Ersten Weltkrieg zu werfen. Also das dauert. Also Sie sind ja auch Historiker, aber gerade also vor 10 Jahren hat mich das auch schwer beeindruckt, dass ich dachte, es wäre jetzt 100 Jahre später vielleicht Zeit, aber es war immer noch nicht Zeit genug. Die Erinnerungskultur ist selbst nach so vielen Generationen nach dem Ersten Weltkrieg ist eine nationale. Sie ist bis heute wir haben keine europäische Erinnerungskultur an den Ersten Weltkrieg. Dann sind ja die 30 Jahre, die ich hier bei meiner Einleitung angesprochen habe, die wir hier in Karlshorst, ja, wie auch immer, wir haben sie gemeinsam verbracht. Das möchte ich doch schon noch mal ganz klar sagen. Also mit russischen, belarussischen und auch ukrainischen Kollegen und Kollegen, da sind die 30 Jahre ja im Grunde ein Witz. Things take time. es ist ein nicht abgeschlossener Prozess. Also wenn man sich so die großen Mächte anguckt, ich meine, die ganzen Großmächte, die Imperien sind eigentlich alle instabil und im Zeitverlauf zerfallen. Und ich glaube, an dem Prozess wird auch Russland nicht vorbeikommen. Also das Osmanische Reich ist zerfallen, Österreich, Ungarn, das Britische Empire gibt es nur noch in Spurenelementen, also manchmal auch ein bisschen mehr als Spurenelementen, Frankreich, Spanien schon im 19. Jahrhundert. Ich will nur sagen, die Auseinandersetzung zum Beispiel um Postkolonialismus, die wird wieder aktiv geführt, hierzulande, in der Erinnerungskultur, aber auch in den Ländern, die früher Kolonien waren. Also ist der Prozess, der ist nicht abgeschlossen, aber ich glaube, diese Auseinandersetzung, das war ja Ihre erste Frage, die hat in Russland überhaupt noch nicht begonnen, weil sie sich selber eigentlich als eine Ausnahme davon ansehen. Sie sehen sich nicht als eine Macht, die eigentlich vergleichbare Züge hatte wie diese anderen Großmächte. Und sagen wir, die Delegitimierung dieses Gedankens, auf der einen Seite sind wir gegen den Westen, weil die westlichen Mächte alle kolonial und imperiale Mächte waren, berechtigterweise, aber Russland denkt, wir waren das nie. Natürlich haben die Russen auch Imperialismus betrieben. Warum haben die Aleuten in Alaska russische Namen bekommen? Wer heute nach Alaska fährt, der sieht überall russisch-orthodoxe Kirchen. Ja? Und die ganzen Aleuten, die Bevölkerung, da haben alle russische Nachnamen. Also was ist der Unterschied gewesen? Natürlich, es war Land und nicht Wasser dazwischen. Aber in der russischen Vorstellung ist es russische Erde gewesen. Und bei den Meeren konnte man nicht ewig sagen, das ist britisches Wasser. Machen Sie sich schon mal bereit. Letzte Frage noch an Sie. Glauben Sie, dass Russland sozusagen in historischen Dimensionen gedacht die deutsche Erfahrung machen muss? Die deutsche Erfahrung ist ja, also einerseits kann man sagen, ja, die Deutschen sind da so ein bisschen Weltmeister, erst im Kriege machen und dann in der Aufarbeitung von Kriegen und Diktaturen gewesen. Wir sind also irgendwie immer in der einen oder anderen Richtung Weltmeister gewesen. So ganz freiwillig war das ja auch nicht der Fall, sondern wir wussten alle, wir werden nur resozialisiert,
wenn wir uns damit beschäftigen. Und hätte es diesen Resozialisierungsdruck nicht gegeben, hätten wir es nie gemacht. Und natürlich hat uns der Kalte Krieg auch in Westdeutschland geholfen, sozusagen an die Stelle der Aufarbeitung dann erstmal lange Zeit sozusagen die Frontstellung gegen den Osten. Und im Osten war es so, also Faschisten gab es ja so und so nur unter Adenauer, und wir haben das ja alles schon mit dem roten Besen sozusagen ausgefegt. Also die Auseinandersetzung mit der eigenen Geschichte ist auch hier mit erheblicher Zeitverzögerung zustande gekommen. Das hat einen Generationswechsel bewirkt gehabt. Es war sozusagen bei der Generation der Kinder, warum habt ihr uns diese Erblast mit aufgegeben? Wir wurden angeguckt, also das erste Mal, als ich nach Frankreich kam, sagte ein älterer Franzose Bosch zu mir. Ja. Oder als ich das erste Mal als Kleinkind in Polen war, da hatte ich gepfiffen und er sagte, das letzte Mal haben hier Nazis gepfiffen und so. Ich merkte plötzlich, obwohl ich das alles nicht kannte, hier waren schon meine Vorfahren und die haben den Blick auf mich geprägt. Und das war der Grund für die Auseinandersetzung. Es war ja nicht die Vätergeneration, die es freiwillig gemacht hat. Das kann bei Russland sein, weil die nachwachsende Generation wird irgendwann sich auch fragen, warum werden wir mit diesem Blick angeguckt? Die nachwachsenden Russen werden sich fragen, warum guckten die Ukrainer so auf uns? Was hat das? Und dann kann man sich nicht hinstellen und sagen, naja, wir sind Großdeutschland. Fragen. Eins, zwei, drei. Christoph hier vorne. Lieber Professor, danke schön für Ihre Ausführung. Meine Frage ist, wir haben jetzt Ihre Einschätzung, Analyse, das gehört vom 8. Mai 2024. Wie haben sich Ihre Einschätzung oder ob haben sich Ihre Einschätzung in der Analyse geändert in den letzten zwei Jahren des Krieges gegen die Ukraine durch Russland? Hier war noch die zweite Meldung. Sie haben sich noch gemeldet? Ja, ich kann es kurz machen. Ich möchte das auch ein bisschen lyrisch formulieren, meine Fragestellung. Sie haben ja in dem Blick nach vorn 11 Punkte genannt. Ich vermisse einfach mal den Begriff NATO. Sehen Sie nicht vielleicht die Rücknahme oder die zeitliche Zurückstellung einer NATO-Perspektive für die Ukraine auch als wichtigen Punkt im Vorfeld von Friedensverhandlungen an? Oder spielt das für Sie gar keine Rolle? Ich möchte mich auch bedanken für den Vortrag. Er hat mir sehr gut gefallen, vor allen Dingen die differenzierte Betrachtung. Also das ist ja, sagen wir mal, in der Publizität, in den Medien und so weiter. Die Frage, Ihre Frage sollte ich stellen. Sind Sie der Moderator? Ich komme auf das Museum zurück. Diese differenzierte Betrachtung kann ich hier im Museum und den Statements, die hier abgegeben werden, nicht erkennen. Ich sehe, dass das Russische Museum nicht mehr Russisches Museum heißt. Ich bin Anwohner des Museums und habe das Museum über Jahrzehnte, fast mein ganzes Leben lang, erlebt und habe auch quasi die Geschichte des Zweiten Weltkrieges selbst erlebt. Ich war Teil dieses Krieges. Das ist der erste Punkt. Russische Museum. Wieso gibt es eben einfach diese Umbenennung? Wir sind gewissermaßen überrascht worden. Ich glaube, ich hatte es Ihnen schon mal mitgeteilt. Also ich habe mich sehr gewundert. Moment, ich bin. Ja, okay. Die zweite Frage ist, Sie haben gewissermaßen eine differenzierte Darstellung des Ukraine-Krieges gebracht. Und neben der Umbenennung des Russischen Museums
sehe ich auch vor dem Museum keine Fahne. Es hängt die ukrainische Fahne. Es hängt keine russische Fahne, auch keine sowjetische Fahne. Und in Verbindung mit dem Zweiten Weltkrieg, mit den 27 Millionen Toten in der Sowjetunion, sehe ich das in gewisser Maße unangemessen. Und der Vortrag hat mich in dieser Position deutlich verstärkt. Okay, danke. Dann gehen wir mal zur Beantwortung. Ich bin am Anfang des Krieges gefragt worden, ob bei so Veranstaltungen, wie lange der Krieg denn dauern könnte. Und ich habe vor 2 Jahren geantwortet, ich glaube, bis zum nächsten US-Wahlkampf. Das heißt also, ich bin vor 2 Jahren davon ausgegangen, dass der Krieg 2 Jahre dauert, weil danach America First, die Politik in den USA wieder bestimmen wird und dass also die Unterstützung abnimmt und dass deswegen die Innenpolitik in den USA das Thema Ukraine vollkommen zurückdenken wird. Und ich bin davon ausgegangen, wenn die amerikanische Unterstützung wegfällt, dann hat die Ukraine nicht alleine eine Chance, sich gegenüber der dem russischen Militär zu behaupten. Grundsätzlich teile ich das auch immer noch. Allerdings gehe ich mittlerweile von doch einem längeren Krieg aus, weil es auch nicht nur die amerikanische Unterstützung ist, auch wenn sie meines Erachtens kritisch ist. Das heißt, alles, was da über europäische Unterstützung geredet wird, wird das nicht kompensieren. Aber ich bin in dem Sinne, am Anfang, wo die meisten davon ausgingen, ist ein kurzer Krieg, war ich eher der Ansicht, es wird ein längerer Krieg sein, aber er ist noch länger, als ich anfänglich dachte. Ich dachte, ungefähr bis zu den Wahlen in den USA wird das dauern. Das wird der Game Changer sein. Das Zweite, ich habe mal Ukraine besucht. Ich würde jetzt nicht sagen, dass hier der genaueste Kenner der Ukraine bin, aber ich hatte nie Schwierigkeiten mit Russisch, mich in der Ukraine zu bewegen. Und das war auch nach dem Krieg 2014-15 der Fall. Es war überhaupt kein Problem. Ich habe mit allen möglichen Leuten, auch Leuten, die im Krieg gekämpft haben, habe ich Russisch gesprochen. Das war überhaupt kein Problem. Das Ausmaß dessen, dass das zu einem Kampf der ukrainischen gegen die russische Identität wird, dass es also ein Kulturkampf geworden ist, ein Fundamentalkonflikt. Es geht nicht mehr nur um Putin, es geht nicht nur ums russische Militär allein, sondern es geht darum, dass da sowas wie im 19. Jahrhundert deutsch-französische Feindschaft da war. Da ist also in den Köpfen eine Erbfeindschaft sozusagen entstanden. Das Ausmaß dessen, also ich wusste über ukrainischen Nationalismus, aber das war eigentlich alles eher marginal. Ja, also auch so die extremen Parteien, die waren marginal in der Werchowna Rada vertreten. Selenskyj ist 2019 gewählt worden, weil er sagte, eigentlich mit einer Friedensagenda gegen Poroschenko. So. Das ist alles infolge des Krieges abgeräumt. Das heißt, die Ukraine verändert sich durch die Kriegserfahrung so sehr, dass anstelle eigentlich einer, wie soll ich sagen, multikulturellen Identität, eine monokulturelle Identität in der Ukraine übrig bleibt. Und das Paradoxe ist, dass damit eine Art von self-fulfilling prophecy entstanden ist, die russische Propaganda-Argumente vermeintlich im Nachhinein bestätigt. Das heißt, das Argument war am Anfang unberechtigt, meines Erachtens vollkommen unberechtigt. Es gab die Befürchtungen, aber sie waren übertrieben, also so Genozid an den Russen und so weiter, blanker Unsinn. Aber der Krieg hat zu dieser fundamental Opposition der beiden Parteien geführt. Das hätte ich in dem Ausmaße nicht erwartet. Und das Dritte, was mich
beeindruckt und wo ich auch Schwierigkeiten habe, damit umzugehen, ist, wie der Krieg zur Normalität wird. Das heißt, die Menschen fangen an, den Krieg als den neuen Normalzustand anzusehen. Dinge, die wir alle hier im Raum als unerträglich ansehen würden, werden plötzlich zu dem Alltag, mit dem man lebt. Ob man nachts rausgeht, wenn Fliegeralarm ist, mit den Kindern, die dann nicht mehr schlafen, und sagt, ich schlafe trotzdem durch, weil statistische Wahrscheinlichkeit, dass mein Gebäude getroffen wird, ist vielleicht nicht so hoch. Andererseits sagt man, will ich es darauf ankommen lassen, dann doch lieber in den Keller. Der Keller sagt aber, oder Schutzbunker, bedeutet schlaflose Nacht, alles über also vollgepfropft und man kann nicht schlafen. Der nächste Tag, der übernächste Tag ist zerschossen. Die Familien sind vollkommen in einem Stresszustand. Und wie man anfängt mit diesem Krieg, also wir haben es hier in Berlin wahrscheinlich so irgendwie 45, 44 erlebt, wie das plötzlich zur Normalität wird, das hätte ich so vorher nicht für möglich gehalten, wie schnell da auch so eine Anpassung stattfindet. NATO-Perspektive, ich glaube, es gibt eine Alternative. Entweder die internationale Gemeinschaft ist bereit, die Funktion der NATO für die Ukraine zu übernehmen, zu Deutsch Sicherheitsgarantien zu gewährleisten, und wenn die internationale Gemeinschaft nicht bereit ist, eine robuste, friedenserhaltende Mission auf Jahre hinaus auch finanziell sicherzustellen und mit Mandat des UN-Sicherheitsrates, dann wird die Alternative dazu die NATO sein. Das heißt, wer sagt, ich will die NATO-Frage nicht anpacken, der muss sagen, wie soll die Sicherheit dann hergestellt werden. Die Ukraine wird das, was sie vor Jahren noch für ein Angebot hielt, nach der Erfahrung dieses Krieges nicht mehr anbieten. Das heißt, was vielleicht vor 2 Jahren in den Köpfen von manchen Ukrainern noch war, ist in der Folge des Krieges für sie nicht mehr verhandelbar. Und sie sagen, wir brauchen eine andere Zusicherung. Und die muss glaubwürdig sein. Also wir glauben nicht mehr an Minsk-Abkommen und dass wir dann Neutralität anbieten. Zu der letzten Frage, das war ja auch eher eine Bemerkung, russisches Museum. Ich glaube, Russland sieht sich als moralischen Alleinerben des Zweiten Weltkriegs. Das ist es aber nicht. Die Ukraine hat, sagen wir, der Krieg hat hauptsächlich auf dem Territorium der Ukraine und von Belarus stattgefunden. Die großen Schlachten, also der Anteil der Bevölkerung, der gestorben ist, also das minimiert nicht, sagen wir mal, das russische Leiden und so, aber dieses Museum ist ja eine Erinnerung an den Sieg und den Beitrag, den die Sowjetunion, die Sowjetarmee über den Hitlerfaschismus geleistet hat. Und das ist nicht das Alleinerbe der Russen. Also an dieser Erbschaft, ich meine, in dem Verein Kontakte, da haben wir die Opfer des Krieges aus allen ehemaligen Sowjetrepubliken unterstützt, und die Briefe, die sie hier gesammelt haben und die hier archiviert sind, die kommen aus Aserbaidschan, aus Armenien, aus Georgien, aus Zentralasien und so weiter. Die waren alle genauso beteiligt daran, und insofern, Russland kann den Krieg nicht allein, also sozusagen als moralische Ressource jetzt für den Krieg gegen die Ukraine nutzen. Das ist auch ein Missbrauch und auch eine Missachtung der Opfer, die es auf der anderen, also bei den anderen Völkern gegeben hat. Alle, ja, alle. Ja. Eine kurze Nachbemerkung zu Ihrer Beobachtung oder Ihrem Bericht, dass Sie nach 2014 in der Ukraine mit Ihrer russischen Sprache angeeckt sind. Also erstmal nicht. Nach 2014 sind Sie. Nicht. Nach 2020. Nach 2020. Jetzt, in den letzten zwei Jahren. In den letzten 2 Jahren, ist schon richtig, habe ich richtig verstanden. Ich war auf der Krim vor 2014. Da habe ich erlebt, diesen ausgeprägten ukrainischen Nationalismus gegen der russischsprachigen Bevölkerung. Die Krim ist ja russischsprachig.
junge Hoteliers oder Portiers im Hotel verlangten, dass Ukrainer und natürlich auch unsere russischsprachige Exkursionsleiterin entweder Ukrainisch sprechen oder Englisch. Also es gibt bis heute, soweit ich weiß, kein russischsprachiges Medium, also russischsprachiges ukrainisches Fernsehen. Das ukrainische Fernsehen ist ukrainischsprachig. Und für Moldawien gilt was Ähnliches, die haben auch kein russischsprachiges Fernsehen. Herr Professor, auf der Chart, die Sie gezeigt haben, mit den Dingen, die unvorhergesehen passieren könnten, vermisste ich die Gesundheit von Herrn Putin. Das System ist so zugeschnitten auf ihn, dass ein Wegfall, wenn er sterben würde, doch erhebliche Konsequenzen hätte. Und das Zweite ist jetzt noch eine Frage. In der Schweiz soll jetzt eine Friedenskonferenz stattfinden. Wenn man Ihren Vortrag versteht, dann versteht man nicht, was diese Konferenz soll. Welche Erwartungen kann man denn da haben? Wer hat ein Interesse daran, dass da jetzt eine Friedenskonferenz in der Schweiz stattfindet? Also zu dem Thema ukrainischer Nationalismus, da würde ich hier an meinen Kollegen Andreas Umland, der in der Ukraine lebt und der russisch fließend und ukrainisch fließend spricht und der die Situation wesentlich besser kennt, das würde ich gerne an ihn weitergeben. Ich will nur sagen, ich habe in all den Jahren, in denen ich in der Ukraine war, ich war das erste Mal 1980 da, ich war nach der Unabhängigkeit, also jetzt Auflösung der Sowjetunion da, ich habe Projekte gemacht in den 90er Jahren, ich habe Anfang der 2000er, dann nach 2014, 15. Also es gibt andere, die das besser kennen, aber ich habe, sag mal, es gab ukrainische Nationalisten, zweifellos, aber auch, dass es da kein russisches Fernsehen gab. Also ich habe ukrainischem Fernsehen auf Russisch Interviews gegeben und zwar live und das war überhaupt kein Problem. Und ich bin sogar noch jetzt hier in, also zumindest von ukrainischem Fernsehen, weil die wussten so ungefähr, wie ich ticke, bin ich auch in den letzten zwei Jahren noch angesprochen worden, ob ich nicht Interviews auf Russisch geben kann. Und ich habe da auch geantwortet, das können Sie im YouTube sich auch alles angucken noch so. Also die Aussage, dass da überhaupt das nicht möglich wäre. Es sind die russischen, sagen wir, Staatskanäle gesperrt worden, das ist so ein bisschen wie Russia Today und Sputnik hier auch, weil sie die nicht als Nachrichtensender, sondern als Propagandasender angesehen haben. Aber da kann der Andreas Umland mehr zu sagen. Also Gesundheit Putins, das werde ich demnächst auf die Folie raufnehmen, ja, danke. Auch so eine Wildcard. Wir wissen es nicht, wir können spekulieren, was das für Folgen haben wird. Ich glaube, es hat Folgen. Es wird die ganze Architektur, die Machtarchitektur durch ein Durcheinander bringen. Und es ist kein dynastisches System. Also wir können das nicht wie Nordkorea machen oder Aserbaidschan oder wie sonst eine Monarchie. Da gibt es dann einfach Kinder, an die man es weiterreicht. Also da gibt es keinen, der aufgebaut ist. Insofern, das mit Medvedev hat ja auch gezeigt, dass sozusagen die Rolle Putins nicht auf einen potenziellen Nachfolger übertragbar sind. Also die Nachfolgekrise kommt in jedem Fall. Ich nehme das in Zukunft auf unter den Wildcards. Ja. Vielleicht ist sie dann ja auch mit dem Zeitverlauf immer weniger wild. Also schon rein. Ne? Schweizer Friedenskonferenz, die treffen sich eigentlich regelmäßig, haben das letzte Mal sich schon im Januar getroffen. Das ist so eine Gruppe von 66 Staaten, die Experten zu verschiedenen Themen hinschicken und damit versucht eigentlich die Ukraine, sozusagen die Unterstützer, die aktiven Unterstützer in den Vereinten Nationen bei sich zu halten und die diskutieren über alle möglichen Fragen von Wiederaufbau, von Infrastruktur, von der Frage, wie geht man mit russischen Vermögenswerten in diesen Ländern um Unterstützung, mögliche Strafverfolgung und so weiter. Also das ist ein Versuch, da gibt es Arbeitsgruppen und diese Arbeitsgruppen, also das letzte Treffen fand im Januar statt,
hat auch schon davor welche stattgefunden, eins auch in Lugano in Italien. Das ist eigentlich der Versuch, durchaus ein bisschen was von dem, was ich angesprochen habe, umzusetzen. Wie könnte denn nach verschiedenen Themenbereichen gegliedert das Ende vom Kriege aussehen und wer würde das mit unterstützen? Es wird, wie bei der Schweiz üblich, nochmal die Politik des Roten Kreuzes verfolgt. Wir arbeiten unterhalb der Ebene von Talkshows. Zu Deutsch, wir wissen eigentlich, also der Schweizer Außenminister gibt hinterher immer eine absolut nichtssagende Pressekonferenz. Ich werde dann manchmal gefragt, wie interpretieren Sie das? Ich sage dann, Ihre Vermutung ist genauso gut wie meine. Also es dringt wenig raus. Ja, Krieg ist, denke ich mal, und das können viele hier im Raum teilen. Ich habe gehört, einige haben auch noch die Folgen direkt des Krieges mitbekommen. Was wir vermeiden wollen. Jetzt haben wir die Problematik, wir haben einen Staat, der sagt halt, nee, mir geht es gerade relativ gut an der Front. Ich habe überhaupt kein Interesse, den Krieg zu beenden. Im Gegenteil, Sie haben das vorhin angesprochen, die Zeit spielt für mich. Ich habe mehr Leute, ich habe mehr Ressourcen und der Westen scheint ja sowieso gerade zu bröckeln. Jetzt ist man natürlich so ein bisschen tendiert, okay, die eine Seite kann man nicht beeinflussen, was kann man denn mit der anderen Seite machen? Und tendieren da vielleicht so ein bisschen hinzu, okay, wie können wir denn als Unterstützerstaaten der Ukraine dahin hinwirken, dass wir einen schnellen Frieden hinbekommen? Weil dieses ewige Sterben, dieses ewige Leiden, ich bin es satt und ich will nicht, dass noch mehr Menschen sterben. Sehen? Ja, genau, das als Einleitung, danke. Jetzt ist die Frage, sehen Sie die Gefahr, dass durch einen kurzfristigen Frieden nicht die wertebasierte Weltordnung in Frage gestellt wird, indem wir Souveränitäten der Staaten akzeptieren, dass wir durch einen kurzfristigen Frieden riskieren, sozusagen in ein Zeitalter der Kriege zu kommen? Kurzfristiger Frieden versus insgesamt unruhigere Welt durch Grenzverschiebung des Stärkeren. Danke. Sie hatten in Ihrem Vortrag erwähnt, dass die Ukraine, das ist ja schon öfter mal erwähnt worden, die Atomwaffen zurückgegeben hat. Haben der Ukraine überhaupt die Atomwaffen mal gehört oder haben sie die eigentlich nur verwaltet? Auch für den guten Vortrag bedanken und habe zwei Fragen. Erstens, aus heutiger Sicht betrachtet, waren wir da einer Friedenslösung schon mal näher? Hin und wieder gibt es da in den Medien so ein paar Spekulationen. Und zweitens, was halten Sie denn von der ukrainischen Diaspora in Westeuropa? Was hat die für einen Einfluss auf Meinungsbildung und politische Entscheidungen hier? Ja, ich habe eine Frage. Ich bin ja angesprochen, Andreas Umland. Ich würde noch kurz das berichtigen wollen. Die Medienlandschaft in der Ukraine war bis, ich lebe in der Ukraine seit 2002, war bis 2014 war der Großteil der Medienlandschaft russischsprachig. Das hat sich dann seit 2014 geändert. Es gibt jetzt noch einen russischsprachigen Kanal, Freedom News UA, der ist russischsprachig. Und auch, wir hatten mit Andreas Heinemann-Grüder darüber diskutiert, über russische und ukrainische Schreibweisen. Es wird auch jetzt in der Ukraine, ist Verkehrssprache unter vielen Leuten weiterhin russisch. Die Leute unterhalten sich auf der Straße russisch. Auch wenn du jetzt in die Ukraine kommst, kannst du da überall russisch sprechen. Auch manche werden dann womöglich, wenn es offizielle Stellen sind, die werden quasi ukrainisch sprechen müssen. Sozusagen, oder dann hat man ein Problem, aber Russisch ist auch weiterhin. Und dieser Fall, als es auf der Krim jemand sie aufgefordert hat, irgendwie nicht Russisch zu sprechen, das halte ich für eine große Ausnahme. Mag sein, dass das passiert ist, aber ich war selber auf der Krim vor 2014, da war dort nur Russisch.
eigentlich die Sprache, die dort gilt. Das war auch Autonome Republik Krim. Und übrigens auch würde ich noch korrigieren wollen, monokulturell kann man nicht sagen. Es wird jetzt zum Beispiel zelebriert in der Ukraine die krimtatarische Kultur und Folklore und Küche und was nicht alles. Oder auch die jüdische. Ja, das ist also, das wird Teil, es ist jetzt natürlich antirussisch, da stimme ich mit dir überein. Nicht, also es geht auch gegen die russische Kultur, gegen Puschkin, gegen Bulgakov und so weiter, weil man dort die Quellen des Imperialismus sieht, aber es ist nicht monokulturell. Jetzt kommt meine Frage, die sich an das, was der junge Mann da schon gefragt hatte, anschließt, nämlich diese, was ist eigentlich unsere Interessenlage oder was passiert eigentlich, wenn es sozusagen, wenn die Kriegsparteien ein Interesse am Frieden haben, aber die Großmächte oder die anderen, die externen Akteure gar kein Interesse an dem Frieden haben. Also du hast das schon bei China angedeutet, nicht, dass die sozusagen vom Krieg profitieren und die möchten eigentlich vielleicht, dass das so weitergeht. Aber mir hat das mal ein Kollege in Schweden, der hat mich gefragt, wieso haben wir denn die Minsker Vereinbarungen akzeptiert? Das ist ja schön, dass der Poroschenko das unterschrieben hat. Der hat die Pistole an die Schläfe bekommen und hat dann unterschrieben, diese Minsker Vereinbarung. Aber warum hat der Westen, die EU denn diesen Frankreich und Deutschland, diese Minsker Vereinbarung, die in ihrem Text schon eine massive, also Verletzung von Völkerrecht, europäischer Sicherheitsordnung, Charta von Paris, Helsinki, UN-Charta und so weiter. Wir hätten das gar nicht akzeptieren dürfen. Das geht so ein bisschen in die Richtung, was er da... Also wir können das jetzt natürlich akzeptieren, nur dann ist, was wir dann kriegen, ist sozusagen den Dschungel. Dass dann sozusagen, dass es dann nur noch die Macht des Stärkeren geht. Haben wir ein Interesse an einer künftigen Welt, in der Grenzen nicht mehr gelten, Territorien nicht mehr gelten, politische Souveränität gilt nicht mehr. Man muss nur stärker sein, nicht? Und haben wir ein Interesse daran? Das ist, wäre noch mal. Wir leben ja schon in dem Dschungel und der Dschungel wächst sich seit Jahren zu. Und die Erosion des Völkerrechts schreitet voran, nicht nur wegen Russland, sondern sie ist eigentlich, wenn man sich so umschaut, Konfetti. Und wir haben jetzt, ich will das Thema hier nicht aufmachen, aber wir haben die Klage vor dem Internationalen Gerichtshof und früher waren wir ja der Ansicht, alle sollen den Internationalen Gerichtshof respektieren, weil Völkerrecht so. Jetzt hat der erstmal die Klage angenommen und wir sagen schon alle, also geht nicht. Zu Deutsch, also wir sind auch sehr selektiv bei der Verteidigung des Völkerrechts. Und zu sagen jetzt in einem Fall ja und in einem anderen Fall nein, also unterm Strich ist der Status des Völkerrechts ein anderer als vor 20 Jahren. Vor 20 Jahren haben die über Schutzverantwortung, R2P und Agenda für den Frieden in Vereinten Nationen und Boutros Ghali und die neue Welt bricht aus und so weiter. Das ist alles abgeräumt worden. Das ist alles abgeräumt worden. Und selbst Völkerrechtler sagen, wir sind hilflos gegenüber diesen Fakten, die von den Gewehrläufen geschaffen werden. Das heißt also, wir sind auch nicht unschuldig daran, an der Missachtung des Völkerrechts. Wir haben Steilvorlagen geliefert, auf die sich Putin dann berufen hat. Wir haben bei Kosovo gesagt, okay, ist eine Ausnahme, aber die Ausnahme wurde zur Öffnung eines großen Tors. 45 Nationen haben sich völkerrechtswidrig an dem Irakkrieg beteiligt, darunter viele NATO-Staaten. Das ist alles durchgegangen, es war ein absolut völkerrechtswidriger Krieg, der 2003 vom Zaune gebrochen worden ist. Er hat überhaupt keine Konsequenzen gehabt. Auch die Verbrechen an Zivilbevölkerung, die da begangen worden sind im Irak, das ist nie irgendwie zu einem Gegenstand einer rechtlichen Bearbeitung geworden. Das Weltrechtsprinzip gilt für ganz viele westlichen Staaten. Nicht? Wir haben es mit unterzeichnet, aber es gibt viele westliche Staaten, die sagen, das Weltrechtsprinzip, egal wo du das Völkerrecht verletzt hast, du kannst in dem Staat dann, wenn du da hinkommst, also angeklagt und verurteilt werden. Die USA haben sich dem nicht angeschlossen, Israel hat sich dem nicht angeschlossen, ein paar ganz Reihe weiterer westlicher Staaten auch nicht. Insofern das Argument, wenn wir jetzt beigeben, dann würden wir ja sozusagen die Erosion des Völkerrechts zulassen und den Dschungel zulassen.
Wir leben im Dschungel. Und ich glaube, unterm Strich haben wir zwischen 2014 und 2022 damit gelebt, dass die Krim, Donetsk und Luhansk unter russischer Kontrolle sind. Und die ganzen OSZE, die Mission und die Gespräche im Normandie-Format gingen nicht um die Revision des Status quo, sondern die gingen um den Modus vivendi mit dem Status quo. Das war de facto die Anerkennung der DDR wie 1972 durch den Grundlagenvertrag. Es geht nicht mehr darum, die DDR wegzubekommen, es geht darum, mit der DDR zu leben. Das heißt, die Grenze durchlässiger zu machen. Das war der Modus vivendi zwischen 2014 und 2022. Die Politik von Adenauer, wir reden nicht mit Pankow, war 72 weg, mit dem, also zumindest definitiv auch mit dem Grundlagenvertrag weg. Das war die Grundlage von Minsk I und Minsk II. Das heißt, wir reden nicht mehr über die Illegitimität dessen, dass wir der Ansicht sind, Ulbricht ist nicht so richtig demokratisch gewählt worden und deswegen mit diesem undemokraten Ulbricht wollen wir keine Verträge machen, sondern man hat es gemacht so. Ich will nur sagen, dieselbe Logik galt bis zum Kriegsbeginn und es kann die Zeit kommen, wo dieselbe Logik wieder zurückkehrt. Wir haben jetzt die letzten Tage ein Tabu gehabt, wir waren ja beide auf derselben Tagung. Wie weit wäre der Westen bereit zu gehen? Der Westen hat die Krim abgeschrieben gehabt und Luhansk und Donetsk abgeschrieben gehabt. Warum soll er jetzt, wo er das 8 Jahre lang friedlich akzeptiert hat und bis heute die Ukraine nicht bewaffnet mit dem, womit sie sozusagen den Status quo revidieren sollte, das haben sie davor nicht gemacht, das werden sie auch jetzt nicht machen. Zu Deutsch, wir müssen mit dem Faktum meines Erachtens leben, wir müssen es erstmal zur Kenntnis nehmen, dass das die Rangfolge der Prioritäten ist. Und dann ist die Frage, unter welchen Bedingungen könnte die Ukraine damit leben? Sie könnte meines Erachtens, ich meine, ich habe die Frage auch gestellt, wir kennen uns lange, zwischen 2014 und 2022 wiederholt in Kiew, was wollt ihr mit den Menschen machen? Wollt ihr die alle ins chinesische Umerziehungslager stecken? Ja, ihr wollt das Territorium, aber wollt ihr auch die Menschen? Und de facto war es so, Kiew hatte den Status quo akzeptiert. Und Zelensky ist gewählt worden, eigentlich unter der Annahme, dass er auch den Status quo akzeptiert. Jetzt ist der Krieg der Gamechanger und trotzdem wird er nicht der totale Gamechanger sein. Und deswegen wird es meines Erachtens eine Lösung geben, die unterhalb der Maximalforderung steht. Bedingung dafür ist, die Sicherung des Friedens von Minsk I und Minsk II muss qualitativ anders sein, als eine OSZE-Mission das war. Darauf darf man, das darf niemand von der Ukraine erwarten, dass sie sich auf diesen Pipifax nochmal einlässt. Darf ich fesseln? Friedenslösung waren wir näher. Streitpunkt nach Lage der Dinge war in Istanbul vor 2 Jahren genau das, was ich gerade angesprochen habe, Sicherheitsgarantien. Das heißt, die Ukrainer waren bereit, Kompromisse zu machen im Gegenzug zu Sicherheitsgarantien. Und das, was ich höre, ich habe jetzt nicht daran teilgenommen, aber was ich höre, gescheitert ist es daran, dass es keine Sicherheitsgarantien gab und dass sie gesagt haben, wir sind bereit, entgegenzukommen, große Kompromisse zu machen, aber es muss halten. Wir wollen nicht wieder in der Situation vom 24. Februar sein. Das kann es nicht sein. Darauf lassen wir uns nicht ein. Daran hat es gemangelt und da wird der Westen bis heute nicht bereit sein, der Westen ist bis heute nicht bereit, Sicherheitsgarantien zu geben. Diaspora, also ich habe unterschiedliche Erfahrungen mit ihr. Ich bin in so einer Gruppe, die ich damit unterstütze, Freies Russland NRW. Das sind eigentlich russischsprachige, es sind nicht nur Russen aus Russland, sondern es sind auch Russen aus der Ukraine, die eigentlich alle so eine Anti-Putin, so haben dann so Solidarität mit Nawalny und jetzt auch Unterstützer von da mal Leuten, die aus Russland da ihre Jobs verloren haben, weil sie protestiert haben gegen den Krieg und so weiter. Es gibt eine Diaspora, die sagt, wir
arbeiten nicht mit Russen. Und ich habe diese Cologne Bonn Academy in Exile mit gegründet, wo wir Belarussen, Russen und Ukrainer, die ihre akademischen Posten verloren haben infolge von Krieg oder Repressionen, gegründet. Und die Annahme war, wir sind eine akademische Republik. Wir bleiben zusammen. Es gibt Ukrainer in der Diaspora, die sagen, nicht mehr mit Russen. Ich stelle mich dagegen und sage, die Geschäftsgrundlage ist immer noch das Euro von vor dem Maidan. Die Geschäftsgrundlage ist immer noch, dass wir eigentlich die akademische Republik verteidigen wollen. Das heißt, wir dürfen nicht die Russen zum Feind machen, sondern wir müssen eigentlich die Friedenspartei unter den Russen fördern, auch in der Diaspora. Dabei möchte ich es belassen. Herzlichen Dank.